Party mit Wladimir Panow. Ja, das Geld geht auf die Pferde von Sascha Smirček, wenn ich es richtig sehe. 2,20 Euro für Trerock Woman und 2,50 Euro für Beautiful Eagle, der zum ersten Mal überhaupt an den Start kommt. Trerock Woman, ja, nach X-Platzierung müsste sie eigentlich bald soweit sein mit einem Sieg. Wir wollen kurz nochmal nachfragen beim Trainer Sascha Smirček heute mit großem Aufgebot in Grafenberg. Wie viele Pferde hast du am Start? 5 Pferde heute. Ich laufe immer sehr gerne hier auf Heimatbahn. Ja klar, keine Anreise. Gut für die Besitzer, müssen sie keinen Transport zahlen. 2 Pferde im ersten Rennen. Das dunkle Pferd ist natürlich die Nummer 1, Beautiful Eagle. Was ist von ihm zu halten? Also ich rechne schon mit einem guten Laufen, mit einem vernünftigen Auftritt. Die Nummer 4 ist natürlich routinierter und steht eigentlich jetzt mal vorm Sieg. Auf Dauer ist die Nummer 1, der Beautiful, sicherlich ein anständiges Pferd. Den hatte ich ja auch in meiner Stallparade als stark verbesserungsfähiges Pferd vorgeschlagen. Also da haben wir schon Meinung. Pferd sieht sehr gut aus, muss ich sagen, aber er hat natürlich eine Geschichte, wenn er jetzt 4-jährig Mitte des Jahres erst als zum ersten Mal überhaupt rauskommt. Gut, der stand vorher beim anderen Trainer und dann hatte er immer mal ein bisschen was mit der Hufe zu tun gehabt und dann wurde er kastriert und das zog sich alles so ein bisschen hin und deswegen ist das jetzt auch das späte Lebensdebüt. Die Stute letztlich auch eine kleine Enttäuschung, muss man sagen. Sie war ein teurer Jährling vor 3 Jahren in Frankreich, hat immer noch kein Rennen gewonnen. Ist sie besser? Auf Dauer ist vielleicht die Nummer 1 das bessere Pferd, aber vielleicht mit der Kondition die Stute? Ich denke schon, also da gehe ich jetzt heute eigentlich mal davon aus. Es müssen natürlich alle Pferde erstmal mit dem abgetrockneten Geläuf zurechtkommen. Düsseldorf hat sehr gut bewässert, also wir haben heute Morgen eine Top-Grasnarbe gehabt. Was jetzt die Sonne heute nochmal weggenommen hat, das müssen wir jetzt gleich sehen. Gibt noch ein paar Starter heute, Siouness im 3-jährigen Sieglosenrennen. Ja, da gehen wir jetzt mal in der Distanz etwas krasser zurück. Letztes Mal ist sie vorne weggestiefelt, die eigentlich lange Zeit stand. Und mal sehen, wie sie jetzt heute auf den 1600 Metern zurechtkommt. Im Handicap-Ausgleich 2 Pferde, Numara und Solvio. Ja, Solvio könnte es vielleicht ein bisschen an der Distanz scheitern. Numara ist es das Minimum in der Distanz. Baden-Baden war nicht ganz so aufregend. Also ich hoffe, dass sie diese Form korrigieren kann. Da liefen das Wochenende meine Pferde alle nicht so gut. Aber die konnten zum Glück alle die Form wieder revidieren beim nächsten Start. Vielen Dank, Hals und Bein. Tja, das war die Aussage von Sascha Smirček, also Beautiful Eagle, vielleicht langfristig das interessantere Pferd in diesem Rennen oder das interessanteste Pferd in diesem Rennen. Gucken wir noch ein bisschen durchs Feld, die Nummer 2, Bella Jung. Ich habe es gesagt, da gibt es einen Reiterwechsel, Nicole Polly ersetzt Concetto Sant'Angelo. Pferd kommt eigentlich eher nicht in Betracht nach den bisherigen Formen, das wird ein bisschen zu schwer sein. Interessanter sicherlich die Nummer 3, Aurelia Aurita aus dem Stall von Ralf Rohne, hier auch ein Düsseldorfer Pferd, ein Grafenberger Pferd. Die letzte Leistung oder die war eigentlich recht gut. Das Pferd war Zweite hier, war Dritte hier in Mühlheim beim letzten Start hinter ordentlichen Pferden. Sie war auch gar nicht weit geschlagen, da waren Wiesensterne Makun vorne, war allerdings auch erst vor einigen Tagen. Wenn sie das gut überstanden hat, denke ich mir, muss sie eine gute Chance haben. Sie war gar nicht so weit weg von hinter diesen beiden. Und ich denke mir schon, dass dieses Pferd hier mit guten Chancen unterwegs ist und am ehesten in der Lage ist, die beiden Smirček-Pferde zu ärgern. Getaway to Mexico, ebenfalls am Platz trainiert von Katja Gernreich. Dritter Platz hier in Düsseldorf, aber doch respektabel geschlagen. Und sicherlich ein Pferd, was vielleicht noch den einen oder anderen Start benötigt. Und es könnte auch heute ein bisschen schwieriger sein. Dann haben wir noch Techno Party. Das ist ein Pferd aus dem Stall von Janina Rehse. Die Nummer 6, das ist ein Pferd, das zum ersten Mal für die Trainerin läuft. Überhaupt zum ersten Mal. Sie führt selbst. Ich habe mich eben hier kurz vorhin gesprochen. Sie sagt, das ist eine Stute, die vielleicht das Rennen noch benötigt. Sie war beim Kollegen Dominik Moser. Der hat ja trainiert ja nicht mehr in Hannover.
Und ein sehr spätes Pferd, sehr spätreif. Ist eine ganz elegante Stute, aber könnte so von dem Typ her dieses Rennen eigentlich noch benötigen. Also da sollte man etwas vorsichtig rangehen. Vladipanov wird sich da gleich in den Sattel schwingen. Also so ein bisschen der Überblick über dieses erste Rennen. Optisch muss ich ehrlich sagen, die Nummer 1, Beautiful Eagle, macht seinem Namen alle Ehre, sieht wirklich super aus. Das Pferd aber läuft halt zum ersten Mal während seiner Karriere. Und da könnte die Nummer 4, Trey Rock Woman, vielleicht dann doch einige Vorteile noch haben. Die 3 finde ich sehr interessant. Nach dem letzten Laufen sollte ihr gut abschneiden. Das ist so ein kleiner Überblick über dieses erste Rennen des heutigen Tages. Wir werfen gleich nochmal einen Blick auf die Quoten. Ja, werfen wir nochmal einen Blick auf den Toto, auf die Quoten für das erste Rennen des heutigen Tages. Das wird gleich mein Kollege auch noch, Christopher Luschke, noch mal ein bisschen vertiefen. Und die Tendenz ist klar, die beiden Smirchek-Pferde werden gewettet. 2,8 im Moment für Trey Rock Woman und 3,1 für Beautiful Eagle. Der Ritt von Andra Starke, der führt ja die Statistik der Jockeys wieder an, reitet in Topform im Moment. Und das ist ja auch eine signifikante Reiterverpflichtung. Es ist aber doch Geld unterwegs auf die Nummer 6, Techno Party aus dem Stall von Janina Rehse. Im Moment steht die Stute 3,90 Euro. Sie ist auch sehr gut gezogen, muss man sagen. Also wenn man sie noch ein Jahr im Rennstall behält und vor allen Dingen noch im eigenen Besitz des Gestüts Pommerhofs, dann hat man vielleicht dann doch noch ein bisschen Meinung von ihr und hat die Idee, dass es da vielleicht noch was zu holen gibt in diesem Jahr in den Rennen. Also 3 Pferde gewettet, die 1 und die 6. Die Wundertüten in diesem Rennen, das Pferd mit Form, ist die Nummer 4, Trey Rock Woman. Pferde gehen Richtung Geläuf und wir sehen uns jetzt eine kleine Matz an über die Torquator Tasso Lounge. Wir feiern heute hier die Eröffnung der Torquator Tasso Lounge. Die Lounge bietet einen herrlichen Rundumblick über die ganze Rennbahn. Von hier aus kann man die Rennen perfekt sehen, aber auch was unten auf dem Platz passiert. Man kann in der Gemeinschaft die Siege feiern und hier fröhlich auf der Rennbahn sein und die Rennbahn genießen. Wir verwöhnen die Gäste mit einem schönen Buffet und der Parkplatz ist auch inklusive. Am kommenden Renntag sind die Tickets frei, erhältlich und buchbar. Wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut.
Ja, ich muss noch zwei Hinweise loswerden für unsere Rennbahnbesucher hier. Wir haben natürlich wieder unsere Wettnietenverlosung. Das heißt, wenn Sie beim Wetten nicht gewonnen haben sollten, dann werfen Sie die Tickets nicht auf den Boden oder auch nicht in den Papierkorb, sondern in die Lostrommel. Die steht am Informationsstand direkt am Eingang. Und nach dem letzten Rennen verlosen wir dann Partyfässer, Füchschen und Wettgutscheine von unserer Wettannahme hier auf der Rennbahn. Und dann bieten wir wie immer Rennbahnführungen an. Das steht alles im Rennprogramm. Nach dem zweiten Rennen und nach dem fünften Rennen Treffpunkt auch dann wieder der Informationsstand am Haupteingang. Ja, und wir sehen die Pferde das Geläuf erreichen für die Auftaktprüfung. Vorher habe ich noch einen Ruf für Trainerin Mandy Kriegsheim. Bitte kommen Sie zur Rennleitung. Mandy Kriegsheim, bitte kommen Sie zur Rennleitung. Ja, 6 Teilnehmer im Auftaktrennen und favorisiert auf dieser 2400 Meter Distanz. Die Startposition auf dem Monitor können Sie sehen. Ist rechter Hand so ein bisschen hinten im Waldstück versteckt. Von der Tribüne aus kann man es nur erahnen. Es geht dann die Zielgerade hier bis zum Ziel und eine komplette Runde nochmal herum für Sie zur Information, falls Sie noch nicht bei uns waren. Also 2400 Meter zum Auftakt, vierjährige und ältere Sieglose. Und die 4, Trerock Woman, ist favorisiert mit Enki Gunbutt für Trainer Sascha Smirzek bei 2,50 Euro im Wettmarkt. Dahinter 3,90 Euro der Lebensdebütant Beautiful Eagle für Oswald Racing, auch von Sascha Smirzek vorbereitet mit Andra Starke. Dann 5 Euro, die 6 Technoparty aus Hannover von Janina Rehse trainiert angereist. Ist Wladimir Panov der Reiter und dann haben wir bei 6,60 Euro Aurelia Orita mit Sibylle Vogt für Ralf Rohne, der hier vor Ort ansässige Trainer. Dann 8,10 Euro, die 5, das ist Getaway to Mexico mit Martin Seidel für Katja Gernreich, ebenfalls hier vor Ort Trainerin. Und mit der Außenseiterrolle finden wir Bella Jung und da ist der Reiterwechsel Nicole Polly, ersetzt Concetto Sant'Angelo für Trainer Oliver Schnakenberg bei 19,20 Euro. 3 Minuten haben Sie noch Zeit, die Wette fürs erste Rennen abzugeben. Wir haben hier die Siegwette, 2 Platzwetten, die Zweier- und Dreierwette zum Auftakt heute in den Afterwork-Renntag. Ja, und von den Chancen hat Daniel ja schon soweit alles beleuchtet. 6 Kandidaten also hier jetzt auf dem Weg zur Startstelle. Also Bein für Ihre Wetten am heutigen Tag. Genießen Sie den Nachmittag hier bei uns auf der Bahn. Ja, Sie sehen die Einblendung. Viererwette im 5. Rennen des Tages mit 10.000 Euro Garantieauszahlung im Highlight-Rennen heute der Listenprüfung, dem Diana Trial. Da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Und schon mal die Vorabinformation für Sie, falls Sie sich nicht sicher fühlen. Sie können einen sogenannten Quick-Pick oder Quick-Tipp spielen. Gehen zur Kasse, sagen, ich möchte die Viererwette abgeben, nennen den Betrag, den Sie einsetzen möchten. Ich sage jetzt mal 20 Euro zum Beispiel. Dann wird Ihnen vom Computer ein Wettschein generiert. Sie brauchen eigentlich nur noch die entsprechenden Zahlen dann nach vorne anfeuern. Und da sind schon durchaus lukrative Gewinne bei herausgekommen, das dann später im 5. Rennen des Tages. Pferde sind jetzt an der Startstelle und ich sehe, die Starthelfer werden jetzt die Kandidaten auch so langsam in Empfang nehmen und in die Boxen hineinführen.
Ja, und Beautiful Eagle ist auch bereits das erste Pferd in Position. Trerock Women ist drin, auch Aurelia Aurita. Gerade kommt Technoparty heran. Das geht doch recht flott. Getaway to Mexico dann für die Außenbox und weiter innen Bella Jung. Die ist in Position, das heißt, wir warten noch auf Getaway to Mexico. Und der kommt heran, ist ebenfalls in Position, startbereit fürs erste Rennen und Boxen auf zum Amarok Aventura Cup. Los geht's. Oh, und Technoparty hat den Start ziemlich vermasselt. Folgt erstmal einige Längen hinter dem Feld. Nach vorne geht Trerock Woman. Beautiful Eagle ist gleich an zweiter Position innen dabei. Aurelia Aurita sehen wir. Bella Jung. So geht's erstmal vor Publikum. Und dann wollen wir sie, ich denke mal, richtig begrüßen hier am heutigen Tag mit einem kräftigen Applaus. Und an der Spitze ist hier weiterhin, ja, innen jetzt durchgekommen. Beautiful Eagle vor Trerock Woman. Dahinter an dritter Position. Aurelia Aurita dann an der Innenseite. Seite Bella Jung und dahinter Getaway to Mexico und Technoparty, die jetzt auch im Bogen da ein paar Schwierigkeiten hat, so richtig gut um die Kurve zu kommen. Es geht in die Gegenseite hinein und Beautiful Eagle an der Spitze. Trerock Woman dahinter, an dritter Stelle Aurelia Aurita. Dann Bella Jung mit Getaway to Mexico und dahinter ist dann Technoparty weiter an sechster Position unterwegs. Mitte gegenüber unverändert Beautiful Eagle und anderer starke in Führung. An zweiter Stelle Trerock Woman. Dahinter ist Aurita zu sehen. Dann auf Platz 4 kommt Getaway to Mexico etwas näher heran. Innen geht Bella Jung und dahinter wird Technoparty von Vladipan auch schon kräftiger geritten. Es geht in den Bogen, damit Richtung Berg, ausgangs der Kastanienallee. Oh, Beautiful Längen. Eagle hat hier 4 Längen Vorteil aufgebaut vor Trerock Woman. Dahinter Aurelia Aurita, dann Getaway to Mexico. Bella Jung jetzt unter Druck, fällt zurück und am Schluss des Feldes weiter Technoparty. Aber der vorne, der stiefelt weiter. Beautiful Eagle, den Berg hinauf mit deutlichem Vorteil. 4-5 Längen hat er hier. Dahinter Tech an zweiter Stelle Trerock Woman. Jetzt kommt aus Getaway to Mexico näher. Und dann ist Aurelia Aurita auf dem 4. Platz. Und die Düsseldorfer Trainer hier allesamt auf den ersten Plätzen. Beautiful Eagle, der Lebensdebütant, aber führt das Feld in den Einlauf. 400 Meter sind es noch. Beautiful Eagle, Trerock Woman dahinter wird geritten. Aurelia Aurita dann im Kampf mit Getaway to Mexico. Aber Beautiful Eagle am Übergang weiter klar voraus. 4 Längen hat er noch. Trerock Woman setzt zwar nach, aber kommt gefühlt noch nicht näher. Und Beautiful Eagle marschiert hier weiter, noch 200 Meter. Beautiful Eagle, das sieht klasse aus beim Lebensdebüt. Jetzt kommt Trerock Woman in der Schlussphase zwar noch etwas näher heran, aber Beautiful Eagle, Trerock Woman fliegt jetzt schlussartig. Aber außen kommt sie nicht mehr ran. Beautiful Eagle beim Debüt gewinnt hier vor Trerock Woman, dahinter Aurelia Aurita. Und dann war es auf Platz 4 Getaway to Mexico und weiter hinter finnischen Technoparty und Bella Jung. Ja, und dann haben wir auch den vorläufigen Richterspruch zum ersten Rennen des Tages. Sieger im Amarok Aventura Cup ist die Programmnummer 1, Beautiful Eagle. Auf dem zweiten Platz die 4, Trerock Woman. Drittes Pferd die 3, Aurelia Aurita. Vierter die 5, Getaway to Mexico. Fünfter die 2, Bella Jung. Und
Somit der erste Karrieretreffer beim Lebensdebüt für Beautiful Eagle. Der vierjährige Wallach von Free Eagle abstammt, im Besitz von Osewald Racing, von Dirk Osewald und Andra Starke, der Siegreiter. Es gab gleich mal den Heimsieg hier und auch noch die Sascha Smirzek Zweierwette im ersten Rennen des Tages und das siegreiche Team mit Andrasch und Beautiful Eagle jetzt bei Daniel zum Interview. Ja, es bewahrheitet sich, dass im Führing bestaussehendste Pferd hat dann auch gewonnen und natürlich auch der bestaussehendste Reiter. Wobei mir da was fehlt, Andrasch, wo ist die goldene Armbinde? Du führst da in der Statistik. Ich glaube, die muss ich jetzt mal irgendwann holen, ja. Seit vom Kollegen Scardino oder sowas, der hat die über den Winter gehortet. Anständiges Pferd. Man denke ich mir, dass man in solchen Rennen auch ganz gut beraten ist, wenn man vorne geht und die Sache von vorne kontrolliert. Ja, also ich habe jetzt noch nicht so viele Pferde geritten, die vier hier, ich jetzt so rauskommen und so spät erst mal laufen. Ja, war irgendwie nicht so dreijährig so schnell gewesen und ja, das hat er jetzt aber ganz gut gemacht und bestimmt einige Arbeiten hinter sich schon, dass ich so ohne Probleme vorne gehen konnte, hat die Startplatz 1 und besser ich gehe als ein anderer. So sieht's aus und du gehst jetzt nach Hause, wir wollen die Pferde bei dieser Hitze natürlich auch nicht so lange hier auf dem Geläuf haben, da gibt's gleich ordentlich Wasser für die Pferde, eine richtige Pferdedusche und wir schauen uns das natürlich nochmal genau an, die Wiederholung dieses Rennens und für den Stream kommentiert das Christoph. Ja, wir schauen uns jetzt nochmal die Rennwiederholung an und wie Andrasch ja schon gesagt hat, Beautiful Eagle, ja, warum soll ich nicht vorne gehen, kann ich mir alles bestens einteilen. Ja, und für einen, der diese Bahn natürlich kennt, in- und auswendig, wie Andrasch Starke, das hat er wieder mal vorzüglich gemacht mit dem Lebensdebütanten. Ja, Beautiful Eagle, ein Pferd, das durchaus ja seine Problemchen hatte im letzten Jahr, aber umso schöner, dass Dirk Osewald da so lange dran festgehalten hat und dann jetzt mit dem ersten Karriereauftritt auch gleich den ersten Sieg hier erleben kann. Ja, Beautiful Eagle ging also vorn vor Trerock Woman und Aurelia Aurita und das ist im Prinzip schon die Dreierwette. Da ändert sich bis zum Ziel eigentlich nichts, außer dass die Abstände zwischendurch mal ein bisschen größer werden. Zum Ziel hin dann vorn zwischen den beiden noch mal ein bisschen kleiner. Aber da hat man schon gemerkt, dass die drei Pferde hier am Ende dann doch mit mehr Rennerfahrung, also zumindest der zweite und dritte hier als die Programm Nummer 2 zum Beispiel oder Debütant Technoparty hier dann doch ein bisschen im Vorteil waren. Technoparty, schlechter Start schon, dann auch im ersten Bogen Probleme und irgendwie auch nicht so ganz rund heute unterwegs. Das war es noch nicht, die muss noch einiges lernen. Aber dafür sind diese Starts ja auch da, Lernstarts nennt man das. Dann haben wir hinten im Feld auch Bella Jung, die auch ihre Probleme hatte, da so zu folgen hier, wo es dann Richtung Berg ging und abreißen lassen musste. Dann haben wir Getaway to Mexico gesehen, der sich mal an Aurelia Aurita dann versuchte, aber auch so recht nicht an der vorbeikam, sich am Ende dann geschlagen geben muss und Vierter wird. Und hier vorne Beautiful Eagle, wie gesagt, bestens eingeteilt, das Tempo von Andrasch an der Spitze. Wenn du vorne gehst, wirst du nicht behindert. Gut, hier haben wir ein kleines Feld, da hat es nicht die Rolle gespielt. Aber wie gesagt, er konnte jederzeit bequem zulegen und das ist das, was zählt. Und wir sehen hier, dass der Vorteil gut 5-6 Längen ist, als sie in den Einlauf hineinkommen. Dahinter ist dann Trerock Woman schon schwerer geritten, bleibt aber dran und Enki Ganbart schafft es dann auch noch ein bisschen näher heran an den späteren Sieger, aber der ist heute nicht zu knacken. Dahinter hat sich Aurelia Aurita dann von Getaway to Mexico freigemacht, versuchte noch an Trerock Woman ranzukommen, auch das gelingt aber hier nicht. Und am Ende ist es dann ein souveräner Erfolg für Beautiful Eagle bei seinem Debüt, tolle Leistung und Andra Starke wieder mal mit einer hervorragenden Einteilung. Am Ende ist es hier sicher eine halbe Länge, so der Richterspruch für Beautiful Eagle vor Trerock Woman und Aurelia Aurita.
Sie müssen jetzt ran. Dirk Osewald steht neben mir, der Besitzer von Beautiful Eagle. Gratuliere erstmal. Sie haben lange Geduld bewiesen mit ihm, wenn man so ein Pferd kauft, zweijährig für einen fünfstelligen Preis und heute erst läuft nach zwei Jahren. Man muss viel Geduld haben. Das kann man wohl sagen. Das ist heute, ja, Dream comes true, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ihn ja schon, nachdem er beim Herrn Weiß war und es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Er war halt krank. Haben wir ihn rausgenommen, wir haben ihn auf Koppel gestellt, wir haben ihn in den Reitstall gestellt, haben ein halbes Jahr selber geritten mit einer professionellen Reiterin. Meine Tochter hat ihn geritten, da steht sie. Und heute, in diesem Jahr stand er auf einmal wieder so da und dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben ein Rennpferd gekauft, versuchen wir es mal. Der Sascha hat uns geholfen und ja, es hat wunderbar geklappt, also Wahnsinn. Danke an alle Beteiligten. Wenn man ausrechnet, was der bis heute gekostet hat, bricht man weinend am Schreibtisch zusammen. Das kann man so sagen. Meine Frau ist auch hier. Danke, meine Liebe. Familie muss sowas mittragen. Die muss das mittragen, ja. Also die ganze Familie ist hier. Also wir sprechen immer davon, dass wir den Rennsport fördern wollen. Und ich habe ganz viele fremde Leute mitgebracht, meine Familie mitgebracht. Alle haben gewettet. Von daher, also wir haben heute den Rennsport gefördert. Und dann müssen Sie auch noch aufs Bild bei der Siegerehrung. Bitte schön. Jetzt haben wir die Siegerehrung auch für das erste Rennen des heutigen Tages. Ja, wir freuen uns sehr, Bernhard König bei der Siegerehrung zu haben. Amarok Aventura Cup, ein Sieglosenrennen, nicht mehr sieglos beim allerersten Start. Der vierjährige Wallach Beautiful Eagle im Besitz von Osewald Racing. Sascha Smirczek hier in Grafenberg ist der Trainer und im Sattel saß Deutschlands Jockey Nummer 1 aller Zeiten und im Moment auch wieder die Nummer 1 in der Statistik, Andras Starke. Gratulation. Ja, Quoten und Richterspruch jetzt von Christoph. Ja, endgültiger Richterspruch zum Erstrennen Amarok Aventura Cup. Ja, das liegt noch nicht vor, okay. Deshalb machen wir einen kurzen Teaser. Es geht um eine Veranstaltung, die, ich muss gerade überlegen, ja, heute in einer Woche oder morgen in einer Woche beginnt. Nein, übermorgen in einer Woche, jetzt haben wir es richtig. Die Derbywoche in Hamburg-Horn und mit großem Sport, 5 Renntage und alles dazu können Sie jetzt in einem kleinen Clip sehen. Auf an der 2400 Meter Marke zum Rennen der Rennen. Alle 20 Kandidaten sind zunächst einmal gut abgesprungen.
So, jetzt haben wir den endgültigen Richterspruch und die Quoten für das erste Rennen des Tages. Sieger im Amarok Aventura Cup ist die Programmnummer 1 Beautiful Eagle. Auf dem zweiten Platz die 4 Trerock Woman. Dritte die 3 Aurelia Aurita. Vierte die 5 Getaway to Mexico. Und fünfter die 2 Bella Jung. Sicher eine halbe Länge, 6 Längen und 15 Längen. Und die Zeit des Siegers 2:27.12. Dazu die Quoten. Sieg 4,20 €. Die Plätze 1,60 € und 1,20 €. Quote der Zweierwette 3,20 € und die Quote der Dreierwette 18,60 €. So, dann schauen wir uns die Starter an für das zweite Rennen des heutigen Tages. Jetzt geht's für die Dreiring los. Noch sieglose Pferde am Start. Gucken wir uns mal kurz die Starterliste an für diese zweite Prüfung. So, da sind wir wieder im Führing, wo es sehr schattig ist, wo es sehr angenehm ist. Und ich habe eben gesagt, auch für die Pferde denke ich mir heute nicht allzu heiß. Hier oben in Grafenberg weht ja immer ein kleiner Wind. So, zweites Rennen ist der Skoda Enyaq Pokal. Wir haben ja heute Gäste aus dem Hause Gottfried Schulz bei uns. Und ich sehe, im Garten ist schon richtig was los. Wir freuen uns, dass Sie da sind. 6 Pferde am Start, die 7 und die 8 sind Nichtstarter. Und die Starterliste sieht so aus. Die Nummer 1 ist Kleeblatt mit Andra Starke. Die Nummer 2 Malhumorada mit Sibylle Vogt. Die Nummer 3 ist Blue Zone mit Luca Delosier. Die Nummer 4 Siouness mit Martin Seidel. Die Nummer 5 ist First Fly mit René Picholek. Und die Nummer 6 Isn't She Lovely mit Wladimir Panov. Ja, Favoritin ist Kleeblatt. Pferd ist neu im Stall von Romy van der Molen. Kann man sicherlich noch nicht, gar nicht viel zu sagen aus Trainersicht oder Trainerinnensicht. Sie war ein Pferd, war bei Henk Rewe im Training, hat die eine oder andere ordentliche Form auch in Auktionsrennen gezeigt. Ist hier ein Listenrennen sogar gelaufen im Henkel-Stuten-Preis. Da war sie ohne Chance, war natürlich ein Tick zu schwer, denke ich mir. Der vierte Platz zuletzt in Hoppegarten war gar nicht so ganz verkehrt. Und mit Andra Starke hat man natürlich einen guten Mann an Bord. Denke mir, dass dieses Pferd hier gleich eine gute Rolle spielen sollte. Malhumorada, ihr Außenseiterin, ich denke, da wird es im Handicap vielleicht ein bisschen einfacher sein. Da ist sie zuletzt gelaufen, hatte eigentlich gar keine Chance. Sie braucht vielleicht doch noch ein bisschen Zeit, immerhin schon 9-mal gelaufen in ihrer Karriere. Blue Zone könnte ein bisschen interessanter sein aus dem Stall von Chippy Cavallo. Pferd läuft heute mal auf einer etwas kürzeren Distanz, vielleicht ist das günstiger. Und wir werden da gleich noch mal drüber reden. War aber zuletzt in Düsseldorf hier im April hinter Kleeblatt. Also von daher gesehen könnte es ein bisschen schwieriger sein. First Fly, wir überspringen jetzt Siouness, da kommen wir gleich noch mal zu. First Fly, ein, zwei anständige Formen im Südwesten. Die Saarbrücker Form war nicht ganz verkehrt. Isn't She Lovely nach der letzten Form doch eher Außenseiter. Siouness, ja, Trainer hat gesagt, wir gehen in der Distanz mal ein bisschen zurück. Sie hat noch eine Nennung für den Henkelpreis der Diana, aber das wird sich wohl nicht verwirklichen lassen. Wir wollen noch mal kurz beim Trainer nachfragen bei Blue Zone. Chippy, die Stute, ihr geht mit der Distanz wieder ein bisschen zurück. Ist das günstiger für Sie? Ja, also von Abstammung her sollte die 2000 Meter kein Problem gewesen sein, aber auf dem Bahn hat sie sich anderes verkauft, als wir gehofft haben. Sie hat ihre beste Leistung auf der Distanz, darum gehen wir zurück auf Sätze. Baden-Baden war ein bisschen schwach. Ja, die war zu ehrgeizig auf 2000 Meter, die hat ein bisschen dies vorne gegangen und die hat sich einfach zu viel gemacht. Das heißt, Lukas wird heute etwas zurückhaltender agieren. Nee, wir haben eine ganz andere Distanz und guter Boden. Also muss man gucken bei 6 Starter, wie sich am Start alles entwickelt. Der hat freie Hand, das ist ein guter Jockey. Der soll machen, wie er sich will. Guter Jockey, alles klar. Und guter Trainer. Franzosen unter sich, da wollen wir nicht stören. Da wird eine andere Sprache gesprochen. Aber sicherlich ein Pferd, was nicht uninteressant ist. Es gibt ja ein, zwei Formen von der Stute, die sehr ordentlich waren.
Schauen wir uns mal diese Form da an, die vorletzte. Danach könnte sie hier schon eine gute Rolle spielen, auch wenn sie hinter Kleeblatt war. Aber Kleeblatt, denke mir, die Starter, der Trainerwechsel hat nicht viel bewirkt zum Negativen hin. Und deshalb sollte diese Stute schon eine gute Chance haben. Sie hat einfach auch die besten Gegner gesehen. Sie ist noch nicht allzu lange bei Romy van der Meulen. Wenn Sie sich anschauen, der letzte Start war Ende Mai in Hoppegarten. Und da ist sie erst vorletzte Woche in die Niederlande gekommen, und mit Andra Starke macht man an Bord ja überhaupt nichts verkehrt. Bei 6 Pferden am Start, vielleicht noch ganz wichtig, wir haben 3 Platzquoten, weil 8 Pferde im Rennprogramm stehen, und das ist dann immer gültig dafür, wie die Wetten aussehen. Also 8 Pferde im Rennprogramm, und deshalb gibt es hier 3 Platzquoten in diesem zweiten Rennen des heutigen Tages, dem Skodia Enyaq Pokal. Ja, Sionis Trainer hat gesagt, kürzere Distanz sollte vielleicht besser sein. Martin Seidel reitet, weil, wenn Sie nachfragen, Enki Ganbat, der eigentliche Jockey am Stall, zunächst einen anderen Ritt angenommen hatte und deshalb nicht zur Verfügung stand. Deshalb hat man Martin Seidel engagiert für dieses Pferd. Das Zeichen zum Aufsetzen ist bereits gegeben worden für dieses zweite Rennen des heutigen Tages. Andra Starke fehlt noch, der hat ja eben das Rennen gewonnen. Da dauert es immer noch einen Moment länger, bis er sich umgezogen hat. Und er wird gleich einigen Schrittes hierher kommen in den Führing und sich dann in den Sattel von Kleeblatt schwingen. Ja, kurze Info noch zu Kleeblatt. Also man ist schon ganz optimistisch. Man sagt, eigentlich muss sie dabei sein in dieser Klasse gegen diese Konkurrenz. Und ich sehe das ähnlich. Pferd hat, wie gesagt, immer die beste Konkurrenz getroffen bei seinen bisherigen Starts. Und dem Reiter wird natürlich freie Hand gelassen. Andra Starke, Startbox 3, sofort dabei sein. Und da wird nicht lange gewartet. Er hat das auch im ersten Rennen sehr gut umgesetzt. Und bei einem solchen Reiter gibt man nicht unbedingt noch eine ganz genaue Order. Also 6 Pferde am Start. Schauen wir noch mal, wie sich die Quoten entwickeln hier in diesem zweiten Rennen des heutigen Tages. Und die Favoritenrolle ist unverändert bei Kleeblatt. 2,40 Euro, 3,50 Euro steht Sionis. Die Stute aus dem Stall von Sascha Smirczek und gewettet eben auch noch Blue Zone, die Nummer 3, 4,20 Euro. Das ist der kurze Überblick über dieses Rennen oder zu diesem Rennen, zu diesem zweiten Rennen des heutigen Tages. Die Pferde begeben sich Richtung Geläuf und wir haben einen kleinen Clip von unserem Partner wetstar.de. Es geht um funwetstar.de.
Ja, tolle Impressionen vom wettenden Publikum hier bei uns auf der Bahn. Wir warten noch auf die Kandidaten, bis sie das Geläuf erreichen. Das dürfte aber jetzt in Kürze der Fall sein. Dann geht es auf die Gegenseite zur Startposition bei 1600 Meter. Das ist so etwa kurz nach Erreichen der Kastanienallee in der Gegengeraden, wo wir die Startposition haben werden. Zwei Nichtstarter hier also im zweiten Rennen, die 7 und die 8, wetten Sie bitte nicht. Wir schauen schon mal auf den Wettmarkt und warten dann auf die Pferde, die aber jetzt gleich auch auf die Bahn kommen sollten. 2,30 Euro Favoritin ist Kleeblatt, die 1 mit anderer Stärke aus dem Quartier von Romy van der Meulen. Und heute der erste Start, also für neue Interessen, gleich gut gewettet mit Andrasch im Sattel. 3,80 Euro dahinter, die 4 Sioness, hier vor Ort von Sascha Smirzek vorbereitet. Für den lief es ja gleich gut im ersten Rennen, mit der Zweierwette sogar aus seinem Quartier. Im Sattel hier Martin Seidel für den Stall Bethke Jenicke. Dann mit 4 Euro die 3 Blue Zone und Chippy Cavallo, der Trainer in Mülheim, Luca Delosier im Sattel. Der aktuell dritten Favoritin. Wir haben hier nur Stuten in diesem Rennen für dreijährige sieglose Stuten. Dann haben wir mit 10,10 Euro die 5 First Fly und René Picholek für Gerald Geißler, Trainer in Iffelsheim. Und mit 13 Euro die 2 Malu Morada, Toni Potters, der Trainer in Bremen. Sibylle Vogt, die Reiterin. Dann mit 19,50 Euro die 6 Isn't She Lovely, Trainer hier in Düsseldorf, Ralf Rohne. Wladimir Panov hat den Ritt. Ja, macht also 6 Kandidatinnen und da kommen sie auch, jetzt sehen wir sie auf dem Monitor, auch das Geläuf erreichen. Dann geht es zur Startstelle, der Aufgalopp erfolgt dann und ja, wir haben ja zu allem schon genug gehört von Daniel im Führing. Für Sie also jetzt noch Gelegenheit, gut 3 Minuten werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber vielleicht 4 oder 5 maximal für Sie die Wette abzugeben. Wir haben hier die Siegwette, es bleibt bei 3 Platzwetten, weil ursprünglich 8 Starter waren. Die Zweierwette und Dreierwette im zweiten Rennen des Tages, Ihre Wettmöglichkeiten. Und jetzt holen Sie sich nochmal einen Eindruck beim Aufgalopp von den 6 Stuten auf dem Weg zur Startstelle bei 1600 Meter. 3 Minuten noch etwa bis zum Start. Wir sehen ein Side-Panel mit der Programmnummer 1, Kleeblatt, die Counter-Attack-Tochter, gezogen im Gestüt Sörenhof in der Schweiz, Sandra Starke, der Reiter. 5 Starts in der Karriere, 2-mal platziert, Gewinnsumme 13.000 Euro. Und sie ist bei Romy van der Meulen jetzt im Training und gehört der Trainerin aus Boxmeer, beziehungsweise aus Reikefort in den Niederlanden. Kleeblatt, die Favoritin bei 2,30 Euro.
Und Sie sehen die Starthelfer auch schon bei der Arbeit. Es wird jetzt in die Boxen hineingehen. Sioness noch das Sidepanel, viermal gelaufen. Bisher noch ohne Sieg und Platzierung. 5546 der Formenspiegel, sehen es unten eingeblendet. 1025 Euro Gewinnsumme. Martin Seidel im Sattel für Sascha Smirzek und den Stall Bethke Jenicke. Und Blue Zone, die drei von Shippy Cavallo und Mühlheim vorbereitet. Luca Delosier, der Reiter, die Soldier Hollow Tochter, fünfmal gelaufen. Eine Platzierung steht zu Buche bei ihr. Und die hat eine Gewinnsumme von 2.900 Euro. Und jetzt kommt sie als Vorletzte heran. Und dann haben wir gleich das letzte Pferd, das einrückt. Und dann sind wir startbereit fürs zweite Rennen. Boxen auf zum Skoda Enyaq-Pokal. Die Pferde unterwegs und um die Spitze bemüht gleich Kleeblatt. Mit anderer Stärke an der zweiten Position Isn't She Lovely an der Innenseite. Hat einen guten Start hingelegt. Blue Zone dahinter, Sioness von außen kommt. Dann jetzt aber auch hinzu First Fly und übernimmt das Kommando. First Fly, dahinter Kleeblatt, dann Isn't She Lovely for Blue Zone, Sioness und am Ende des Feldes Malu Morada. So sind sie ausgangs der Kastanienallee, nun auf dem Weg den Berg zu erklimmen. First Fly also an der Spitze vor Kleeblatt, innen Isn't She Lovely, dann Sioness vor Blue Zone und Malu Morada dahinter. So geht es den Berg hinauf und dann sehen wir sie auch da gleich den Berg, den sie erklommen haben, hinaufkommen. First Fly mit Kleeblatt, dahinter Sioness, dann innen Isn't She Lovely aus dem Blue Zone und dahinter Malu Morada. So geht es jetzt in den Schlussbogen hinein. First Fly und René Picholek vorne an zweiter Position. An der Außenseite aber ist Kleeblatt in Position, wird sofort den Angriff starten. Dahinter sucht Sioness Anschluss, dann Isn't She Lovely, Blue Zone und Malu Morada. Am Übergang ist jetzt Kleeblatt knapp in Front gezogen, aber innen wehrt sich noch First Fly. An dritter Stelle kommt Sioness etwas näher. Außen wird auch Blue Zone stärker. Und vorne Kleeblatt tut sich nicht leicht, hat aber noch die Führung. Kleeblatt dahinter kommt jetzt. Malu Morada vom letzten Platz in, zügig in die Partie. Malu Morada und außen Blue Zone kämpfen hier um den Sieg. Malu Morada oder Blue Zone. Malu Morada gewinnt vor Blue Zone. Dann ist es Kleeblatt vor First Fly und dahinter Sioness bis hin zu Isn't She Lovely. Ja, und dann haben wir auch den vorläufigen Richterspruch zum zweiten Rennen des Tages. Siegerin im Skoda Enyaq-Pokal ist die Programmnummer 2 Malu Morada mit einem Kopfvorteil vor der 3 Blue Zone. Dritte die 1 Kleeblatt, vierte die 5 First Fly und fünfte die 4 Sioness. 2-3-1 somit im zweiten Rennen des Tages und der erste Karriereerfolg für die Fast Company-Tochter Malu Morada. Im Training bei Tony Potters in Bremen, gezogen in Irland von Joanne Lyons und im Besitz von Candy Hatzky und Doreen Müller. Malu Morada hier vom letzten Platz, die Siegerin mit Sibylle Vogt, der Siegreiterin. Und die ist gleich bei Daniel dann, wenn sie von der Gegenseite zurückgaloppiert kommen, zum Interview auf dem Geläuf.
Ja, das Siegerteam kommt zu uns, mal Humorada. Kleine Überraschung, muss man sagen. In diesem Jahr noch nicht so viel gerissen, die Stute, aber sie hat es heute einfacher angetroffen. Und vor allen Dingen Gratulation, Sibylle. Es hat sich auf den letzten Metern alles noch geändert. Ja, also wir sind heute mit neuer Taktik dran gegangen. Das erste Mal über den Weg gelaufen, jetzt mal von hinten. Hat gut geatmet. Es war ein ordentliches Tempo, sodass die nicht zum Pullen kam. Hat schön geatmet. Und auf den letzten Metern schon durch die Lücke durch, alles aufgegangen. So macht es richtig Spaß, Rennen zu gewinnen. Das ist klar. Besser als von vorne und dann geschlagen werden. Und wir wollen sie gleich entlassen. Bei der Hitze heute nicht zu lange hier in der Sonne stehen. Ich denke, das ist für alle Beteiligten sehr gut. Die Sieger hier, Malhumorada mit Sibylle Vogt. Ja, und vom Start weg kamen gleich auch alle gut in die Partie und innen war Isn't She Lovely gut weggekommen mit Kleeblatt. Von außen hat dann später in der Gegenseite aber zunächst mal First Fly das Kommando übernommen und wir sehen hier Sibylle Vogt mit der späteren Siegerin Malhumorada. Für eine lange Zeit im Rennen doch an letzter Position, aber nie weit weg. Und sie hat ja gesagt, sie hat gut geatmet. Galopp war alles einwandfrei, heute mit der anderen Taktik auf Warten geritten. Ging das dann am Ende sehr gut auf. Vorne war es hier, also First Fly im ersten Bogen mit Kleeblatt und dann Sio Nesshausen in Isn't She Lovely. Blue Zone dahinter, ebenfalls eher mit der Wartetaktik hinter Pferden Lucas Delosier. Und dann Sibylle Vogt mit der Siegerin an letzter Position. So ging es dann erstmal Richtung Einlauf. Erstmal den Berg natürlich hinauf Richtung Schlussbogen und da führte weiterhin First Fly. Kleeblatt griff dann eingangs zur Geraden sofort an, kam auch nach vorne, aber kam nicht richtig weg von den Gegnerinnen. Und am Ende wurde sie dann von den Speedpferden noch überholt, ist am Ende ja hier als Dritte im Ziel, zwar nicht weit weg, aber eben zog hier nicht ganz durch. Hier sehen wir es jetzt, Anders schickt sie nach vorne, Kleeblatt an First Fly vorbei. Siones dahinter findet den höheren Gang nicht, dann wird Blue Zone außen gebracht. Und hier ist Malhumorada jetzt schon auf dem Vormarsch, Fünfte, geht dann weiter innen an Siones vorbei. Und das ist eine schöne Passage, die sie nutzen kann. Und dann zieht sie auch super an, muss man wirklich sagen. Also heute ein ganz anderes Bild, was die Stute abliefert. Außen Blue Zone wird auch noch schnell und innen Kleeblatt, die kämpft mit First Fly, hat da die Oberhand, aber außen die beiden muss sie dann am Ende spät noch ziehen lassen. So kam also Malhumorada hier zu ihrem ersten Karriereerfolg mit Sibylle Vogt, die hat ja schon alles dazu gesagt. Blue Zone außen auch mit guter Leistung heute im zweiten Platz am Ende, dann Kleeblatt, ich denke auch ein ordentliches Debüt fürs neue Quartier, so viel gemacht hat man ja mit ihr noch nicht, ist ja erst ein paar Tage da. Und dann First Fly, auch kämpferisch stark auf jeden Fall, das kann man der Stute attestieren, die hier ja von der Spitze aus lange standhielt in der Geraden und auch erstmal mit Kleeblatt da im Endkampf war. Siones, ja, die fand den Anschluss nicht mehr in der Geraden und weiter hinten ist Isn't She Lovely, mit der man es dann in einem anderen Rennen versuchen muss. So, also heute Malhumorada mit dem feinen Sieg vom allerletzten Platz kommt hier, gewinnt sie vor Blue Zone und Kleeblatt. Ja, Toni Potters, siegreiche Trainer von Malhumorada. Ich denke, dass die Stute es heute deutlich einfacher angetroffen hat als bei den letzten Starts und auch die Taktik ein bisschen geändert worden ist. Das war das Plus heute, oder? Nicht nur die Taktik, auch die Distanz. Die 1600 Meter bekommen der bedeutend besser und die Creme de la Creme war heute nicht da drin.
Das ist sicherlich richtig. Sie ist im Handicap gelaufen, aber man sieht ja oft, dass Dreijährige gerade noch um diese Jahreszeit, so später Frühling, sie tun sich nicht einfach im Handicap. Nein, nur das verlockt doch heute das Rennen, heute. Auch die 6.000 Euro Siegbörse und ja, hat alles geklappt. Hat sich schön beruhigt hinten und hat sehr willig durchgezogen. Vielen Dank, Toni Potters, der Trainer von Malhumorada. Und Christoph, wenn Quoten und Richterspruch da sind, immer gerne. Liegen noch nicht vor. Dann kommen wir erst zur Siegerehrung für dieses Rennen, den Skoda Enyaq-Pokal. Und wir haben ja zahlreiche Produkte auch des Hauses Gottfried Schulz hier heute auf der Rennbahn. Und die können Sie gerne hier auch mal in Augenschein nehmen. So, die Siegerehrung für das zweite Rennen des heutigen Tages, Skoda Enyaq-Pokal. Die Siegerin ist die dreijährige Stute Malhumorada aus der Besitzergemeinschaft Hatzky-Müller. Der Trainer ist Toni Potters in Bremen-Mahndorf und im Sattel saß Sibylle Vogt. Gratulation. Ehrenpreise werden übergeben von Marius Kleinert. Er ist der Verkaufsleiter vom Skoda-Zentrum Düsseldorf. Und es gibt natürlich auch ein Auto als Ehrenpreis. So, wenn die Quoten vorliegen, dann gerne. Ansonsten zeigen wir Ihnen jetzt die Bilder der Woche, die Sie uns freundlicherweise über die sozialen Netzwerke zugeschickt haben.
dann haben wir auch den endgültigen Richterspruch zum zweiten Rennen des Tages. Siegerin im Skoda Enyaq Pokal ist die 2 Malu Morada, zweite die 3 Blue Zone, dritte die 1 Kleeblatt, vierte die 5 First Fly und fünfte die 4 Sioness. Der Zürichter sagt Kampfkopf, eine Länge Hals und eine Dreiviertellänge und die Zeit der Siegerin 1 Minute 37,96. Dazu die Quoten Sieg 17,60 Euro, die Plätze 1,60 Euro, 1,10 Euro und 1 Euro, Quote der Zweierwette 101,50 Euro und die Quote der Dreierwette 182,70 Euro. Dann kommen wir auch zum dritten Rennen des heutigen Tages. Dieses Rennen heißt Cupra Formentor Race und Sie haben was davon, denn die Distanz beträgt 2950 Meter. Pferde kommen also bei uns hier am Ziel vorbei. Die Starterliste sieht genau so aus. Die Nummer 1 ist All About Me mit José González. Ja, zu viele Nachnamen. Dann sind wir morgen früh noch dabei, wenn wir das vorlesen. 2 Coriolan mit Andra Starke. Die 3 ist Tiger Toss mit Senen McRedmond. Die Nummer 4 ist Three Like mit Martin Seidel. Die Nummer 5 Je vous vois encore mit Sibylle Vogt. Die Nummer 6 ist Lakeside mit Martin Wattlau. Die Nummer 7 Nantucket mit Sean Byrne und die Nummer 8 ist Nolan mit Maike Riel. Ja, wir haben so ein, wie man so schön sagt, Referenzrennen, denn die kennen sich hier, die am Start sind. Die haben sich letztens schon hier getroffen in Düsseldorf und da hat Esrielike gewonnen vor Coriolan und Tiger Toss. Und ist es so, wenn man ein Rennen gewinnt, das ist so im Rennsport, muss man beim nächsten Mal deutlich mehr Gewicht tragen, also vergleichsweise mehr Gewicht tragen. Und das begünstigt natürlich nicht die Chancen von Srilike. Folgerichtig ist Coriolan der Favorit dieses Rennens, dieses dritten Rennens des heutigen Tages. Und mit Andra Starke an Bord, der ihn inzwischen auch sehr gut kennt, sollte er hier wieder sehr, sehr gute Chancen haben. Tiger Toss war an diesem Tag Dritter in diesem Rennen. Damals saß Sarah Bisse an Bord. Heute ist es Senan McRedmond. Der hat auch 5 Kilo Gewichtserlaubnis. Das macht die Sache für ihn natürlich einfacher. Also diese drei Pferde sicherlich noch einmal mit guten Chancen unterwegs. So sehen. Sie sehen es auch an den Quoten. Favorit ist Coriolan 2,40 Euro, 4,90 Euro, Srilike und Tiger Toss 6 Euro. Aber wir haben natürlich auch ein Pferd dabei, das aus München angereist ist und das ist All About Me. Nicht mehr die allerjüngste, aber sie ist gerade auf diesen Distanzen hier, diesen langen Distanzen, sehr gefährlich. Zuletzt war es vielleicht in München vor einigen Tagen ein bisschen kurz, 2000 Meter. Deshalb sollte die etwas längere Distanz schon von Vorteil sein. Wir wollen aber kurz bei dem ostwestfälischen Beckmannstall nachfragen. Und es wurde wieder eine gute Reiterwahl getroffen. Andrasch kennt ihn inzwischen bestens, den Coriolan. Er kennt das Pferd, er kennt die Bahn. Jetzt sind wir ganz optimistisch. Es ist ein bisschen weiter als zuletzt. 2200 Meter war es beim letzten Start. Aber ich denke, die weitere Distanz macht ihm nichts aus. Das dürfte ihn nichts ausmachen. Er ist ja auch im Winter ein bisschen rumgeturnt in Dortmund. Wie ist mit dem Boden? Die Bahn ist heute extrem schnell. Es sind fast schon fest, möchte ich sagen. Laut Herrn Starke kann er den Boden ganz gut. Ja, wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Also steht der Sache also nichts entgegen. Hals und Bein. Coriolan, ein Pferd, das in diesem Jahr den ersten Sieg halt suchte. Er war 5-mal platziert, 5-mal unter den ersten und steht im Handicap jetzt eben deutlich günstiger zu Three Like als beim nächsten Mal. Aber Tiger Toss auch nicht ungefährlich. Und wie gesagt, All About Me. Gefällt mir eigentlich sehr gut, wenn sie den letzten Start gut überstanden hat. Diese auch schon achtjährige Stute aus dem Hillis-Stall. Weite Anreise heute gewählt mit dem Stute. Aber beim letzten Mal 2000 Meter war es für mich eigentlich ein Tick zu kurz. Sie hat hier schon in Düsseldorf gewonnen. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil, diese All About Me. Also ich finde sie eigentlich als Alternative zu den Pferden, die hier schon gelaufen sind, gar nicht so ganz uninteressant. Eine völlig unbekannte Größe ist Je vous vois encore aus dem Stall von Doris Smith aus Mülheim. Pferd tummelt sich eigentlich mehr in Frankreich. Sehr schwer einzustufen hier in diesem Rennen. Wenn Sie eine Zweier- oder Dreierwette machen, dann sollte man sie vielleicht nicht ganz auslassen oder ihn nicht ganz auslassen, diesen vierjährigen Wallach.
So, die Pferde begeben sich Richtung Geläuf hier für dieses dritte Rennen des heutigen Tages. Einer unserer Partner bei unserem Stream ist WeDoTV. Heute nicht dabei, aber an vielen Sonntagen können Sie die Galopprennen auf diesem Sender sehen. Und was sich dahinter verbirgt, das sehen wir jetzt. Welcome. Yeah, it's me. To WeDoTV. Right, okay, people, you have to tell me these things, all right? I need the info. Movies, sports, documentaries, and TV. Streaming for free. Yeah, baby! With no subscription. Okay. No registration. For you. For free. Congratulations. WeDoTV. You're welcome. Ja, Sie sehen auf den Monitoren eingeblendet die Hamburg Derby Meeting Termine in diesem Jahr. Los geht's am übernächsten Sonntag, am 25.06., dann am Mittwoch der zweite Renntag und am zweiten Wochenende dann Freitag, Samstag und Sonntag am 2. Juli dann das Deutsche Derby in Hamburg-Horn. Wir haben das dritte Rennen jetzt anstehen und sehen die ersten Kandidaten auch gerade das Geläuf erreichen, sehen das Three-Like, die frische Siegerin. Letzten Renntag konnte sie sich ja durchsetzen, mag den Boden heute allerdings natürlich längere Distanz und deshalb andere Voraussetzungen, ob so schnell gelaufen wurde oder wird wie letztes Mal, das ist noch die Frage. Das ist die 4 Three Like, ihre Favoritin im Moment mit Martin Seidel bei 3 Euro. Es geht zur Startstelle, die ist übrigens ausgangs der Kastanienallee, das ist eigentlich also im Bogen, aber es wird geradeaus praktisch den Berg hinaufgehen, dann kommen sie zum ersten Mal hier vor Publikum vorbei und haben eine komplette weite Runde noch zu absolvieren auf der längsten Strecke, die wir anbieten, 2950 Meter hier. 3,10 € Favoritin, also Three Like, dann die 2, das ist Coriolan mit Andra Starke für Janine Beckmann. Auch da ist man ja zuversichtlich im Quartier, ob eines guten Starts heute. Und das fährt ja auch in Form, zuletzt weiter hinter Three Like, davor auch in Baden-Baden. Über 2800 Meter, nicht weit hinter dem Sieger zurück. Kann also mit dieser Strecke hier auf jeden Fall was anfangen. Dann haben wir mit 5,70 € All About Me, der Gast aus München. Hier gerade im Bild die 1 mit Amateurreiter José Pedro Martins Goncalves. Und 5,70 € die Quotetrainer John Hillis. Dann mit 6,20 € die 3 Tiger Toss, Shannon McRedmond für John Smith aus den Niederlanden, der Trainer. Hier ebenfalls gut gewettet. Das Pferd einmal hier auf der Bahn gelaufen, Dritter. Also vom Bahnschnitt kann man noch nicht viel sagen. Das war aber das Rennen mit Three Like und Coriolan. Und da hat sich Tiger Toss gar nicht verkehrt angestellt und hat dann auch Boden gut gemacht. Vielleicht diese längere Strecke also durchaus in seinem Interesse. Ist aber, glaube ich, das erste Mal auf diesem weiteren Weg jetzt unterwegs. Dann haben wir mit 11,20 € im zweistelligen Bereich Chevaux-Voisin-Cor von Doris Smith in Mülheim vorbereitet mit Sibylle Vogt, der überwiegend in Frankreich unterwegs ist. Den letzten Start in Deutschland tatsächlich 2020 hatte, damals in Mülheim. Das war auch schon eine Weile her. Also da müssen wir, tappen wir so ein bisschen im Dunkeln, was die Form dann angeht, die er heute hier zeigen kann möglicherweise. Nantucket aus dem Ostseebad Dierhagen angereist, Mandy Kriegsheim, die Besitzertrainerin, Sean Byrne, die Reitverpflichtung 15,10 € und 18 € dann die 6 Lakeside von Wanda Wattlow Eble in Wassenaar in den Niederlanden vorbereitet.
und Martin Wattlow ist im Sattel. Dann haben wir Nole noch für Julia Rogel aus Iserlohn, Maike Riel im Sattel des Außenseiters, der bei 34,80 Euro notiert. Es sind noch 3 Minuten bis zum Rennen. Wir haben auch hier wieder die Siegwette, 3 Platzwetten, die Zweier- und Dreierwette im Angebot für Sie. 3 Minuten haben Sie noch Zeit, Ihre Wette zu platzieren. Und die Pferde sehen Sie auf den Monitoren jetzt Richtung Startstelle, wo sie gleich eintreffen werden. Und dann wird es nicht mehr lange dauern bis zum Start. Wir sehen die Statistik zu Sri Like. 25 Mal gelaufen, 2 Siege, 3 Plätze und 10.950 Euro Gewinnsumme. Eine Sri Putra-Tochter aus der Like Fleet im Mara de Magui in Frankreich gezogen. Und der Reiter heute Martin Seidel. Und auch die Statistiken zu Coriolan, 33 Mal am Start, 2 Siege, 7 Mal platziert, 14.600 Euro Gesamtgewinnsumme. Janine Beckmann, die Besitzertrainerin aus Versmold, und anderer Starke, die Reitverpflichtung beim Champs-Élysées-Sohn, der von der Stiftung Gestüt Verhof gezogen ist. Ja, nochmal erwähnt, noch 2 Rennen. Im 5. dann die Viererwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung. Seien Sie dabei im Listenrennen heute im Diana Trial mit der Viererwette. So, die Starthelfer schwärmen aus. Untrügliches Zeichen, dass Starter Ralf Steinmetz das Signal zum Einrücken an der Startstelle gegeben hat. Und dann geht es jetzt in die Boxen hinein für das 3. Rennen. Lakeside und Sri Like sind die ersten in Position. Nolan eingerückt. Nantucket in Position, das heißt Halbzeit beim Einrücken jetzt erreicht. Und der nächste ist drin. Tiger Toss. Je vous vois encore kennt das auch, ist drin. All About Me. Und dann warten wir nur noch auf Coriolan. Der kommt aus mit anderer Starke heran, ist drin. Wir sind startbereit. Gelbe Flagge, 3. Rennen. Boxen auf zum Cupra Formentor Race. 1,5 Runden zu absolvieren und Tiger Toss an der Außenseite mit Coriolan gehen hier gleich nach vorn. Dahinter sehen wir dann Sri Like mit Lakeside, All About Me und Nantucket. Dahinter Je vous vois encore und Nolan. So geht es zum ersten Mal den Berg hinauf. Richtung Bogen, dann werden sie gleich die Tribünen gerade erreichen und vorne ist Tiger Toss. Der hat sich erstmal einen Vorteil verschafft von 4-5 Längen vor Coriolan. 3 Längen dahinter Sri Like, dann Lakeside, dann All About Me mit Nantucket und hinten im Feld Je vous vois encore mit Nolan. Bekommen die Teilnehmer das erste Mal die Tribünen gerade herunter und an der Spitze Tiger Toss. Der hat gute 5 Längen Vorteil vor Coriolan. 3-4 Längen dahinter Sri Like, dann 2 bis zu Lakeside, dann klappt wieder
wieder eine Lücke von 6 Längen zu Nolan, dann All About Me dahinter, beziehungsweise Nantucket, dann All About Me und Nolan. Ja, und unter ihrem Applaus geht es jetzt in die Schlussrunde hinein, denn einmal müssen sie noch herum. Tiger Toss führt also deutlich vor Coriolan, dahinter Three Like, dann Lakeside, Nantucket, All About Me, Nolan und Je Vous Vois Encore. So geht es hier bei wirklich gutem Tempo in Anbetracht dieser doch langen Strecke die Gegenseite bereits hinunter. Und da ist Tiger Toss weiter deutlich vorn. Zweiter mit Abstand zwar, aber der bleibt zumindest nicht weit zurück, ist Coriolan. Der Abstand zu Three Like deutlich noch mal größer geworden. Dann Lakeside und dahinter Nantucket, All About Me und Nolan bis hin zu Je Vous Vois Encore. Aber Tiger Toss, der hier vorne marschiert. Der hat 4 Längen jetzt etwa vor an zweiter Stelle Coriolan. Dann, schwer zu sagen, 5-6 Längen bestimmt bis zu Three Like. Nochmal 2 dahinter Lakeside. Dann 7-8 Längen bis zu Nantucket, All About Me und den anderen. Und so geht es durch den Bogen jetzt den Berg hinauf. Und Tiger Toss führt. Coriolan dahinter liegt aber schon auf der Lauer, kommt langsam näher. Dann Three Like weiter mit 6-7 Längen Rückstand. Hat Lakeside hinter sich, spürt den Atem der Programm Nummer 6 da. Dann kommt Nantucket jetzt nochmal ein bisschen näher vor All About Me. Dann Nolan und Je Vous Vois Encore. So geht es den Berg hinauf. Gleich oben angekommen ist Tiger Toss weiterhin vorne und führt das Feld jetzt Richtung Schlussbogen. Das heißt, eigentlich führt er nur Coriolan in den Schlussbogen hinein, denn der ist im Moment der Einzige, der dicht auf ist. Three Like versucht dahinter nachzusetzen, kommt jetzt auch mit Schwung. Dann doch näher heran an die vorderen zwei und dann Abstand zu Lakeside. Dann kommt All About Me spät ins Rollen und weiter in Nantucket. Vorne Tiger Toss jetzt bedrängt von Coriolan und Three Like außen ist zur Stelle und greift beherzt an. Three Like jetzt mit Coriolan. Coriolan innen, Three Like außen. Dahinter ist Tiger Toss noch Dritter, aber da kommt All About Me noch spät ins Rollen, dann Lakeside. Vorne aber der Zweikampf. Coriolan kann sich wieder freimachen von Three Like. Dahinter stürmt jetzt All About Me innen noch heran für den dritten Platz. Aber Coriolan und anderer starkes zweiter Tagestreffer gewinnt das Rennen hier vor Three Like. Dann All About Me, dann Tiger Toss, Lakeside, Nantucket, Je Vous Vois Encore und Nolan. Dann haben wir auch den vorläufigen Richtersport zum dritten Rennen des Tages. Sieger in Cupra Formentor Race ist die Programmnummer 2, Coriolan. Auf dem zweiten Platz die 4, Three Like. Dritte die 1, All About Me. Vierte die 3, Tiger Toss. Und der fünfte Platz für die 8, Lakeside. 2-4-1 und damit das Erfolgserlebnis für Besitzertrainerin Janine Beckmann. Sie trainiert Coriolan in Versmold, der 6-jährige Champs-Élysées-Sohn mit seinem dritten Karriereerfolg gezogen von der Stiftung Gestüt-Verhof und anderer Starke mit seinem zweiten Tagestreffer. Dann nochmal ein Ruf für Frau Trainer, Besitzertrainerin Mandy Kriegsheim. Bitte kommen Sie zur Rennleitung. Trainerin Mandy Kriegsheim, bitte kommen Sie nach dem Rennen zur Rennleitung.
Ja, das Siegerteam kommt zu uns. Coriolan, der schnauft mächtig nach den knapp 3000 Metern. Andra Starke schnauft überhaupt nicht. Ja, muss man auch erstmal gewinnen. Vor allen Dingen, er zog noch mal am Ende noch gut an. Das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert, weil Srilak war ja schon an deiner Seite. Ja, ich habe ihn jetzt das dritte Mal geritten. Ich habe den Baden, da war ich dann gerade zu früh vorne. Hatte ich meine Schwierigkeiten. Letztes Mal auch zu früh vorne. Und da habe ich zu Janina gesagt, ich möchte ihn noch einmal reiten. Und ja, jetzt hat es zum Glück geklappt. War auch wieder relativ vorne, aber das hat man halt bei so einem Weg. Und er musste unseren Strich galoppieren. Es war aber relativ zügig gelaufen. War dann am Übergang vorne. Und konnte ihn zum Glück motivieren. Und er ist dann auf dem doch schnellen Boden. Hat er auch immer wieder angezogen und ja, hat alles gepasst. Und ich habe meinen Punkt mit ihm. Genau, so ist das. Und man setzt ihn ja auch nicht runter, Andra Starke, beim nächsten Mal. Wenn da wieder ein passendes Rennen ist, denke ich mir, wird auch das Telefon bei ihm schellen. Und die Besitzerin und Trainerin ist da. Schnauft mächtig, der gute Coriolan. Aber jetzt kriegt er erstmal Pause und ab zurück nach Ostwestfalen. Ganze in der Rennwiederholung natürlich nochmal an und haben gleich gesehen, dass Shannon McRedmond die Order bekommen hat, mit Tiger Toss vorne zu gehen. Das macht er. Und Andra schortelt sich dann gleich an zweiter Position ein mit Coriolan, dem späteren Sieger, ohne allerdings Tiger Toss da wirklich auf den Zahn zu fühlen, sondern eben mit dem Pferd ja so ein bisschen wieder ins Pferd hineinzuhorchen und ihm seine Galoppade, die er braucht, dann zu geben, aber eben nicht so viel rauszuholen, um diese Reserven halt im Endkampf noch zu haben. Und das wieder eine beachtliche Reitweise oder der Reitstil natürlich in diesem Fall sehr interessant. Tiger Toss also klar vorn vor Coriolan, Srilak an dritter Position, dann Lakeside hält er gut mit, während die anderen doch schon früh ein bisschen abreißen lassen mussten. Nantucket dann mit All About Me, der allerdings, oder die muss ich ja sagen, die Stute mit Amateurreiter José Pedro Martins Goncalves sich aber spät dann super noch bemerkbar macht. Da wäre vielleicht ein bisschen weicherer Boden noch von Vorteil gewesen, aber heute bei dem schnellen Geläuf hier die Leistung der Eins, ich denke am Ende dann auch alles andere als verkehrt. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir in der Zielgeraden sind. In die Gegenseite hinein hatte man den Eindruck, dass Tiger Toss das Tempo vorne nochmal verschärft hat. Coriolan da immer mit ein bisschen Sicherheitsabstand, aber eben deutlich vor Srilak. Dann Lakeside und der Blick nach hinten da von Lakesides Reiter Martin Wadlow. Er war zu dem Zeitpunkt noch deutlicher vor Nantucket und All About Me, aber die kommen dann im Zuge Richtung Berg alle so ein bisschen näher und in der Geraden dann auch zügiger ins Bild. Hier vorne aber Tiger Toss und jetzt sehen wir, Coriolan hat sich da schon herangearbeitet. Andrasch ist jetzt nur noch knapp 3-4 Längen hinter dem Führenden, dann die Lücke weiter groß. Und Srilak musste natürlich dann spät diese Lücke erstmal schließen. Das hat natürlich auch nochmal Kräfte genommen. Und so war der Angriff dann in der Geraden gleich zwar da, aber da hatte Coriolan dann einfach das in zweiter Position etwas entspanntere Rennen und einfach noch mehr Reserven aufgespart, die Andra Starke dann seinem Schützling entlocken konnte. Es ging dann in den Einlauf und da sehen wir sofort, wie Coriolan zur Stelle ist. Und hier beginnt jetzt Srilak aufzurücken. Aber hier sind wir halt noch so rund 700 Meter vor dem Ziel. Und da merkt man, dass der Lauf dann so nach 500 Metern Speed für Srilak so langsam zu Ende ging. Jetzt kommt die Stute erstmal gut auf, während Coriolan zum Angriff schreitet. Ist sie dann direkt dahinter mit Kontakt und gefühlt war sie auch mal kurz vorbei, aber das fühlte sich wahrscheinlich nur so an, so ganz genau sieht man es natürlich nicht hier von der Perspektive schräg von vorne. Hier ist sie auf jeden Fall zur Stelle, aber sie ist hier schon 400-500 Meter im Speed und Coriolan, der packt jetzt mit Reserven einfach an und lässt Srilak dann hinter sich. Und dann sehen wir All About Me, da hat der Amateurreiter alles auch bestens eingeteilt und kommt am Ende noch zu einem ganz sicheren dritten Platz. Vielleicht wäre sogar noch ein bisschen mehr möglich gewesen, war aber im Rennen zu weit hinten, um dann sich noch weiter vorne zu positionieren. Den vierten Platz bringt Tiger Toss über die Linie. Ich denke, in Anbetracht der guten Pace, die Shannon McRedmond mit ihr vorgelegt hat, ist das eine Leistung, die okay ist. Und dahinter Lakeside dann auf dem fünften Rang. Die läuft unauffällig, ohne aber jemals hier in der Siegchance dabei gewesen zu sein. Also Coriolan mit dem perfekten Ritt. Andra Starke hier gewinnt also vor Srilak und All About Me, die Steherprüfung hier.
Handicap in Düsseldorf. Kommen wir zur Siegerehrung für das dritte Rennen des heutigen Tages. Das dritte Rennen war das Cupra vom Mentor Race. Und der Favorit hat gewonnen, der sechsjährige Wallach Coriolan. Besitzerin und Trainerin ist Janine Beckmann. Die trainiert in Versmold, das ist in Ostwestfalen. Und der Siegreiter, sein zweiter Tagessieg heute, Gratulation Andras Starke. Können gerne klatschen, meine Damen und Herren. Die Ehrenpreise werden übergeben von Nadine Stark. Sie ist Verkaufsleiterin bei Cupra Düsseldorf vom Vorstand des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins Alexander Beke-Jenicke. So, da die Quoten noch nicht vorliegen, machen wir einen kleinen Film, einen kleinen Einspieler bezüglich eines Ereignisses, das in der kommenden Woche stattfindet. Royal Ascot, eines der wichtigsten Rennmeetings des Jahres in Europa. Es gibt dazu Sondersendungen am 20. und 21. Juni auf Vesta TV mit Chefmoderator Thorsten Kassel und Chefkommentator Christoph Baluschke. Einen kleinen Teaser dazu sehen Sie jetzt. Royal Ascot is our Olympics. Is 5 days of the best we can offer. We have the best thoroughbreds, the best track. When you start off the season thinking what we're gonna aim for Royal Ascot, because that's all the owners want, that's what the public wants, and that's what we want. Even people that don't know anything about racing, they know about Royal Ascot because of the tradition of dressing up, and this is what it's all about. Spiral has come sweeping through to snatch the lead. The atmosphere at the big occasion, it elevates you to be a better jockey, and you're more alert, more adrenaline's kicking in. It's a bit of fun, people enjoy it, it just adds a little bit of touch after winning.
Working in now, it will be tough. For sure I will cry. I'm not even going to pretend that I'm not going to. I've loved every second of it. Ja, dann kommen wir zum endgültigen Richterspruch. Drittes Rennen, Cupra vom Mentor Race. Sieger also die 2, Coriolan. Zweites fährt die 4, Sri Like. Dritte die 1, All About Me. Vierte die 3, Tiger Toss. Und fünfte die 6, Lakeside. Der Richter sagt gleich 3 Längen, 1 Dreiviertel, 8 Längen und 4 Längen. Und die Zeit der Siegerin, des Siegers, 3 Minuten 2. 1,5. Dann haben wir die Quoten. Sieg 2,50 Euro, die Plätze 1 Euro, 1,30 Euro, nochmal 1,30 Euro. Quote der Zweierwette 5 Euro und die Quote der Dreierwette 16,30 Euro. Viertes Rennen ist das Audi Quattro Race. Ausgleich 2 über 2100 Meter. Wir haben 6 Pferde am Start in diesem Rennen. Ist schon etwas Besseres vom Sportlichen her gesehen. Die Nummer 1 ist Moonflight mit Sennen McRedmond. Die Nummer 2 ist Leon mit Patrick Gibson. Die Nummer 3 La Traia mit Enki Ganbat. Die Nummer 4 ist Evangelista mit Martin Seidel. Die Nummer 5 Nymara mit Maxim Pechur. Und die Nummer 6 ist Solvio mit Nicole Polly. 6 Pferde am Start in diesem Handicap, das heißt nur 2 Platzquoten. Pferde sind bereits im Führing für dieses Rennen und die Jockeys sind auch gerade eingetroffen. Rekapituliere nochmal kurz, was Sascha Smirczyk vorhin gesagt hat zu Nymara und Solvio. Solvio sagt, er hat es nicht ganz einfach, kommt ja von kleineren Bahnen zum Teil jedenfalls, hat in Mannheim gute Leistung gezeigt. Zuletzt in Köln war es vielleicht ein Ticken zu schwer, aber einfach sieht das heute auch nicht aus. Nymara erst einmal gelaufen in diesem Jahr, das war sicherlich nicht so überzeugend in Baden-Baden, das muss ich richtig stellen. Die Distanz heute etwas kürzer. Ganz uninteressant ist das Pferd allerdings nicht. Stallform stimmt auch. Stallgrafenberg noch mit einem weiteren Pferd vertreten, mit La Traia. Das ist eine Stute, die jetzt zweimal hintereinander gewonnen hat. Erst ein kleines Sieglosenrennen und danach ein Rennen, ein Handicap. Einer der Favoriten ist allerdings Leon. Das ist das Pferd, das aus München gekommen ist. Patrick Gibson reitet. Ein Pferd, das Patrick sehr gut kennt. Oft geritten, eigentlich immer geritten. Letzte Form war sehr, sehr gut. Und wenn er das einstellen kann, Patrick, müsste er eigentlich eine gute Chance haben. Ja, ich denke auch, wenn er die Form aus Baden heute zeigt, natürlich ein Fragezeichen, wie gut La Traia wirklich ist nach den 2 Siegen. Aber ich bin schon guten Mutes hier. Ein zuverlässiges Pferd im letzten Jahr, einmal so im Auktionsrennen ganz knapp am Erfolg vorbeigeschrammt. Und diese Marke, also diese Einschätzung, denke ich, im Handicap kann er. Ich denke auch. Ich denke, wenn alles passt bei ihm, dann ist er ein Ausgleich 1 Pferd. Boden ist ja heute wieder so ein Thema. Die Bahn ist sehr schnell. Passt ihm das? Er ist eigentlich sehr unkompliziert, sehr unabhängig. Ob er jetzt mit so schnellem Geläuf klarkommt, werden wir sehen. Aber ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen. Ihr reist ja aus München an mit dem Pferd, das ist eine lange Tour. Kommt man da schon einen Tag vorher? Wie fährt man mit den Pferden bei der Hitze? Ja, das Pferd ist gestern schon gekommen und ich bin heute Morgen losgefahren. Das heißt, für die Pferde war das eine relativ entspannte Sache. Ja, genau. Ja. Also mein Patrick Gibson auf Leon aus dem Stall von Werner Glanz. Diese letzte Form aus Baden, die war schon richtig gut. Aber er sagt eben auch, diese La Traia, was kann sie? Sie hat hier ein Handicap gewonnen mit Enki Ganbat, der wieder reitet. Und zuvor diese Sache in Köln. Gut, das war ein relativ einfaches Mädenrennen, aber diese Handicap-Form war schon gut. Und ich denke, dass bei der Stute jetzt erst der Knopf aufgegangen ist. Aber Leon schon mit sehr guten Chancen, die Form aus Iffezheim. Die konnte sich schon sehen lassen. Moonflight, völlig unbekannte Größe. Pferd ist zum ersten Mal überhaupt in Deutschland am Start. Der hat im Winter Skijöring absolviert in St. Moritz. Das sind die Rennen, wo ein Skifahrer hinten dran steht und kein Jockey drauf sitzt. Hat dort auch sogar gewonnen. Die letzten Formen aus Frankreich ein bisschen schwer einzuschätzen. Man geht in der Strecke deutlich zurück. Bin nicht so ganz sicher, ob das so passt. Sennen McRedmond reitet 5 Kilo Gewichtserlaubnis. Auf dem Papier her eher Außenseiter. Das gilt auch für Evangelista. Die letzte Form war allerdings ein bisschen besser in Baden-Baden. Das war eine Leistung, auf der man sicherlich aufbauen kann. Auch dieses Pferd etwas schwierig einzuschätzen in diesem Rennen. Optisch gesehen muss ich sagen, La Traia gefällt mir sehr gut. Macht einen sehr starken Eindruck hier die Stute aus dem Stall von Waldemar Hicks, der mit seinen Pferden ja auch sehr gut in Form ist.
haben wir, ne? Andreas Subotic hat Martin Seidel gerade in den Sattel geschwungen für Evangelista. Ja, ein bisschen schwer einzustufen, aber die letzte Form aus Baden-Baden war eigentlich ganz gut von ihr. Ja, wir sind jetzt in der Distanz nochmal hochgegangen auf 2-1. In Baden war sie früh unter Druck und war dann am Schluss fast schnellstes Pferd. Und ich glaube auch, dass sie rechtsrum besser liegt als der Badener Kurs. Und mit einem schnellen Boden müsste sie eigentlich zurechtkommen, aber das sehen wir dann in 10 Minuten. Sonst sie sieht sehr gut aus und ich bin mit ihr sehr zufrieden. Ein Wort noch, weil du gerade da bist, zu Quantanamera. Man spricht natürlich in Turfdeutschland über die Stute, die am Sonntag ihr Jahresdebüt gibt. Bedeutende Leistung im letzten Jahr gezeigt in der Winterkönigin. Im Frühjahr ging es nicht ganz nach Wunsch. War so kleine, immer wieder so ein paar Kleinigkeiten. Jetzt läuft sie. Was ist von ihr zu sagen? Ja, sie hat jetzt zweimal sehr, sehr gut gearbeitet, aber eben erst zweimal. Ich habe jetzt die Woche noch abgewartet, wie sie die letzte Woche Arbeit verkraftet hat. Ich habe sie heute früh selber geritten. Sie hat mir einen super Eindruck hinterlassen. Blutbild ist top. Und irgendwo müssen wir anfangen und ja, am Sonntag wird dann entschieden nach dem Rennen, wie es weitergeht mit ihr. Es ist ein Aufbaustart, nicht mehr, nicht weniger, aber natürlich brauche ich ja nicht darum reden. Es ist schon ein gewisser Druck da, wenn man mit so einer Stute rauskommt. Aber ich bin mit der Stute, wie gesagt, sehr zufrieden. Das Derby ist also durchaus noch ein Thema. Ja, es ist noch ein Thema, aber es ist jetzt nicht das Thema. Also die Stute entscheidet, wo sie weitermacht. Okay, wir werden das Sonntag sehen, natürlich auch im Stream bei Ihnen zu Hause oder wo auch immer Sie sind. Und kommen Sie nach Hannover. Wir haben ein tolles Programm da. Da geht es relativ früh am Morgen los, 10.50 Uhr. Meine Kollegen werden Sie dort dann mit Sicherheit mit allem versorgen. So, das war's hier aus dem Führing. Wir haben noch einen kleinen Clip vorbereitet. Die Pferde sind aber schon Richtung Geläuf. Aber ich bitte die Regie, das kurz abzuspielen. Egal, wo Ihr Geld am Ende landet, dann wetten Sie bitte woanders. Buchmacherwetten jetzt auch bei Wetstar. Mit Topquoten, Festkursen und der Sicherheit, dass ein Großteil Ihrer Einsätze wieder im deutschen Rennsport landet. Jetzt Wette platzieren unter wetstar.de. Wetstar. Gute Quote. Gutes Gewissen. Wir sehen das erste Pferd auf dem Geläuf und das ist Moonflight auf dem Weg zur Startposition. Die ist diesmal vor der zweiten Tribüne bei 2100 Meter wieder in diesem Fall Start- und Zielgeraden. Schauen wir nochmal eben auf die Statistik, weil wir gerade das Pferd groß im Bild haben. 9-mal gelaufen ist Moonflight, 2 Siege, 3 Plätze, Gewinnsumme 39.230 Euro. Und Shannon McRedmond im Sattel für Peter Schirgen und Besitzer Manfred Schmelzer. Der Raschsamansohn hier bei 7,50 Euro, aber zweitlängster Außenseiter im Feld. Schauen wir auf die Favoriten. Leon aus München angereist mit Patrick Gibson. Wir haben ja eben schon im Interview gehört, wie es da um die wirklichen Chancen steht. Werner Glanz, der Trainer für den Stall Challenger von Frank Zappe. 3,40 Euro im Moment. Latraer haben wir dann, die 3 bei 3,30 Euro. Jetzt in die Favoritenrolle geschlüpft. Henki Gambert im Sattel für Trainer Waldemar Hickst. Und Latraer ja jetzt hier mit 2 Siegen in Folge in diesem Rennen dann ihre Favoritin. Dann haben wir die 5, Nymara.
Hier noch zu Evangelista schnell die Statistik, dann machen wir die erst. Das ist die 4 mit Martin Seidel für Andreas Suberic. 11-mal gelaufen, ein Sieg, 2 Plätze und 9.900 Euro Gewinnsumme. Wie gesagt, der Trainer hat ja schon gesagt, mit dieser Distanz hier fühlt er sich wohler und rechtsrum meint er, könnte die Stute ja auch besser unterwegs sein. 5,60 Euro also die 4. Dann die 5, Nymara mit Maxime Pecheur für Sascha Smirzek und das zweite Pferd des Stalles Grafenberg hier im Rennen. Nymara war zuletzt in Baden-Baden ja, ein bisschen schwächer unterwegs, aber es waren einige Pferde aus dem Smirzek-Quartier da nicht so gut, die das danach aber korrigieren konnten und auch bei ihr gilt, glaube ich, Ähnliches. Die Stute sollte man nicht unterschätzen. So, jetzt sehen wir gerade die schwarze Kappe rechts im Bildrand bei der 5, Nymara für Sie zur Unterscheidung, also die Originalkappe, rot mit schwarzen Punkten bei der 3 und Nymara, der Reiter der 5, Maxime Pecheur trägt die schwarze Kappe. Dann haben wir noch Solvio im Rennen, das Pferd von Sascha Smirzek hier vorbereitet. Wenn wir hier die Statistik zu La Traea sehen, 7-mal gelaufen, 2 Siege, 3 Plätze und 13.500 Euro Gesamtgewinnsumme, die wir bei ihr finden. Besitzer der Stall Grafenberg, der hier doppelt vertreten ist mit der 3 und der Startnummer 5. So, Leon nochmal die Statistik, 18 Starts, 4 Siege, 8 Plätze für den Gast aus München, 35.400 Euro Gesamtgewinnsumme und zuletzt ja Zweiter in Baden-Baden. Daran anknüpfend kann hier natürlich viel gehen. So, und dann kommen wir noch zum Außenseiter Solvio, der von Sascha Smirzek hier vorbereitet wird, den Grafenberg. Bisschen geschwitzt ist der an der Startstelle und steht hier 20,90 Euro. Dann haben wir Nymara im Bild, schwarze Kappe, Maxime Pecheur im Sattel und die Stute mit 10 Karrierestarts, 3 Siegen und 2 Platzierungen mit 14.350 Euro Gesamtgewinnsumme. Letzte Minute läuft, ran an die Wettschalter für das vierte Rennen des Tages. Mit Siegwette 2 Platzwetten, weil wir nur 6 Starter haben. Die Zweier- und Dreierwette gibt es aber auch in diesem Rennen. Und gleich dann im fünften die Viererwette mit 10.000 Euro Garantieauszahlung. So, und dann sehen wir auch die Starthelfer ausschwärmen. Das heißt, es wird jetzt in die Boxen hineingehen für diesen Ausgleich 2. Die beste Handicap-Klasse des Tages trifft sich hier im vierten Rennen. So, Leon, der Gast aus München, ist der Erste, der in Position ist. Und neben Leon jetzt auch La Traea in Position. So,
So, mit Zuhilfenahme der Kapuze ist jetzt auch Solvio eingerückt. Evangelista, Moonflight und Nymara sind die, auf die wir warten. So, auch Nymara jetzt final eingerückt und damit kommen Moonflight und dann Evangelista als letzte Pferde heran. Moonflight ist in Position, Evangelista jetzt ebenfalls startbereit, viertes Rennen Düsseldorf. Und Boxen auf zum Audi Quattro Race. Los geht's. La Traea mit Leon und außen Evangelista, an der Innenseite Nymara. Dahinter Solvio und am Schluss Moonflight. So geht's hier am Ziel vorbei in die Schlussrunde. Mit der Führung sehen wir aktuell La Traea, dann Evangelista, Nymara, Leon dicht auf, Solvio und Moonflight. So geht's doch recht dicht geschlossen hier in die Kastanienallee, sprich Gegenseite hinein. Und an der Spitze La Traea vor Evangelista, dahinter Nymara, dann Leon und so ist dahinter an der Innenseite Solvio noch zu sehen mit Leitung von Moonflight. So sind sie gleich Mitte gegenüber und La Traea zeigt den Weg. Evangelista ist ihre Begleitung außen. Nymara dahinter an der Innenseite dritte, dann Leon auf Platz 4 und dann Solvio mit Moonflight. Aber alles weiterhin dicht zusammen. So geht es zum Ende der Gegenseite und dort gleich angekommen auch in den Bogen Richtung Anstieg. Und vorne La Traea mit Evangelista, dann ist an dritter Stelle Nymara vor Leon, dann Solvio und außen Moonflight. Alles weiterhin dicht geschlossen, so geht es jetzt den Berg gleich hinauf und vorne unverändert La Traea. An zweiter Stelle außen geht unverändert auch Evangelista, dann Nymara mit Leon, Moonflight versucht sich weiter außen und dahinter Solvio. So geht es jetzt den Berg hinauf. Und an der Spitze ist La Traea mit Evangelista. Moonflight jetzt auf dem dritten Platz. Dann innen Nymara vor Leon und dahinter Solvio. Und alles immer noch dicht beisammen. Vier Längen, knapp fünf zwischen dem ersten und letzten Pferd. Die Pferde im Schlussbogen und La Traea, Evangelista und außen Moonflight. Nymara wird angefasst. Dahinter kommt Leon jetzt in guter Haltung als Fünfter in die Gerade und macht Boden gut. Vorne ist Evangelista jetzt bemüht, an La Traea vorbeizuziehen. Dahinter setzt jetzt Leon nach. Evangelista aber führt. Evangelista, Leon wird gebracht und in La Traea kämpft weiter. Dann Nymara vor Solvio und Moonflight an der Spitze. Aber Evangelista, Leon dahinter setzt nach. In La Traea lässt auch nicht locker. Aber vorne sieht's gut aus. Evangelista gewinnt den Ausgleich 2. La Traea kämpft sich wieder zurück an die zweite Stelle vor Leon. Dann Nymara, Solvio und Moonflight. Ja, und dann haben wir auch den vorläufigen Richterspruch zum vierten Rennen des Tages. Siegerin im Audi Quattro Race ist die Programmnummer 4 Evangelista. Auf dem zweiten Platz mit einem Kopfvorteil die 3 La Traea, vor der 2 Leon.
Vierter die 5, Nymara, und Fünfter die 6, Solvio. 4-3-2 somit das Ergebnis. Und der zweite Karrieresieg für die in Irland im Tally Hostad gezogene Kodiak-Tochter Evangelista, die in Köln im Training ist bei Andreas Zubric für das Gestüt Brummerhof, die Besitzer. Und Siegreiter hier Martin Seidel. Und die Stute jetzt noch in der Gegenseite auf dem Weg zurück zu uns. Und gleich dann wird Martin zum Siegerinterview hier unten auf dem Geläuf bei Daniel erscheinen. So, das Siegerteam Martin Seidel in Brümmerhofer Farben auf Evangelista. Martin, gratuliere. Das Trainer war auch ganz zuversichtlich vorher. Ihr habt so ein bisschen auch nochmal eine Distanz gedreht bei ihr und das hat sich gut ausgerechnet. Ja, hat ein bisschen gedauert, ne? Ein paar Versuche gebraucht, aber heute hat man gesehen, dass sie in der Klasse definitiv aufgehoben ist. Ich hoffe immer noch, dass ein bisschen mehr drin ist, ne? Und das hat sich heute auch definitiv gezeigt, dass sie noch einen Tick mehr kann wie nur Ausgleich 2. Ja, Black Type ist vielleicht drin und sie ist auch ein bisschen kaputt. Das ist ganz logisch bei der Hitze. Und wir wollen sie entlassen. Evangelista unter Martin Seidel, Trainer Andreas Zubric und die Besitzer das Gestüt Brümmerhof, die Sieger im Ausgleich 2 hier und heute. Vom Start weg hier eine nicht allzu hohe Pace, also ein vernünftiges Tempo in diesem vierten Rennen des Tages, dem Ausgleich 2. Und Evangelista hat sich gleich zusammen mit La Traia hier in vordere Linie gesetzt und war eigentlich immer neben der Führenden hier frei galoppierend an zweiter Stelle mit der Nase im Wind zu sehen, während Nymara und Leon sich da erstmal hinter eingeparkt hatten mit Solvio und dann Moonflight am Schluss. So ging es rechtlich geschlossen in die Gegenseite und wie gesagt, das Tempo nicht hoch. Und so war La Traia hier knapp vor Evangelista unterwegs. Dahinter Nymara und Leon. Wir werden dann sehen, dass Shannon McRedmond Ende der Kastanienallee sich mit Moonflight weiter außen verbessert und den Moment noch nutzt, bevor es den Berg hinaufging, um sich dann ein bisschen zu verbessern, war kurzfristig mal bis an die dritte Stelle vorgerückt, am hinten raus, aber kam dann einfach nicht mehr genug für einen Moonflight und sowas. Am Ende hier nur der letzte Platz für die 1. Hier vorne weiter La Traia mit Evangelista, dann Nymara, Leon, Solvio innen und außen. Jetzt sehen wir gleich Moonflight hier noch vor dem Berg, beziehungsweise hier jetzt in der kleinen Ebenenpassage weiter aufrücken. Am Berg macht er dann ruhig. Das hätte auch gar keinen Sinn gemacht, da zu attackieren, denn dann hast du nach hinten raus nichts mehr im Tank. La Traia, Evangelista und dann außen Moonflight war also die Reihenfolge, wo es Richtung Schlussbogen ging. Dahinter wird Nymara schon angefasst. Leon geht noch gut zu diesem Zeitpunkt, wartet da noch ab und Solvio dahinter hat so ein bisschen Schwierigkeiten, den Kontakt zu halten. Und dann ging es in die Gerade und da war schnell Evangelista im Angriffsmodus, während außen Moonflight verschwand, kam dann Leon
weiter innen von fünfter Position neben Moonflight weiter auf und setzte Evangelista nach, die hier jetzt aber davon sprintet, zumindest mal sich eine Länge freimachen kann und diese Länge auch bis zum Ziel hält, während dann der Zweikampf entbrennt zwischen Latraea, die sich wacker hält und schlägt hier am Ende am schon vorbeigezogenen Leon, der war hier nämlich kurzfristig mal schon auf Platz 2, hier sehen wir das, dann aber doch nochmal das Näschen nach vorne schieben kann und hier den zweiten Platz im Ziel hat. Also beiden muss man hier kämpferische Leistung attestieren. Evangelista aber könnte wirklich noch ein bisschen mehr Luft nach oben haben. Mit dieser Leistung hält das hier sehr gut durch, nach vorne geschickt und dann der Vorteil bis zum Ziel am Ende hier. Eine gute Länge. Die anderen dahinter, Nymara konnte nicht zulegen, Moonflight nach dem kurzen Gastspiel auf Platz 3 dann durchgereicht worden und auch Solvio, der heute hier als Außenseiter im Rennen war, ohne wirkliche Möglichkeiten. Am Ende also ein schöner Erfolg für Evangelista aus dem Quartier von Andreas Suberic mit Martin Seidel. Und mal schauen, wo die Kodiak-Tochter dann demnächst an den Start kommt, Ausgleich 1. Oder vielleicht versucht man es auch auf Listenebene. Die beiden dahinter aber enttäuschen auf keinen Fall und sind natürlich auch Pferde für den Ausgleich 2 oder Ausgleich 1 in den nächsten Wochen. Werden wir das beobachten. Richterspruch und Quoten haben wir für das vierte Rennen. Das haben wir. Endgültiger Richterspruch. Audi Quattro Race. Und Siegerin ist hier die 4, Evangelista. Zweite die 3, Latraea. Dritter die 2, Leon. Vierte die 5, Nymara. Und fünfter die 6, Solvio. Der Richter sagt sicher eine Länge Kopf, 6 Längen und ein Dreiviertel. Und die Zeit der Siegerin 2 Minuten 11,61. Dazu die Quoten. Der Sieg bezahlt 5,80 Euro, die Plätze 2,60 Euro und 1,60 Euro, Quote der Zweierwette 11,80 Euro und die Quote der Dreierwette 33,60 Euro. So, dann kommen wir zur Siegerehrung, zum Audi Quattro Race, der Ausgleich 2 des heutigen Tages über 2100 Meter. Die Siegerin war die vierjährige Stute Evangelista im Besitz des Gestüts Brümmerhof, vertreten durch David Baum. Der Trainer ist Andreas Suberic in Köln und im Sattel saß Martin Seidel. Gratulation. Ehrenpreise werden überreicht von Alexander Lüngen. Er ist Verkaufsleiter im Audi-Zentrum Düsseldorf. Das Haus Gottfried Schulz heute ja mit vielen, vielen Gästen auf der Rennbahn vertreten.
Das kommende fünfte Rennen ist ja der Diana Trial oder das Diana Trial, ganz wie Sie mögen. Und dieses Rennen führt auf den Henkelpreis der Diana hin, der letzte wichtige Test vor Ort. Und etwas über dieses Rennen, über den Henkelpreis der Diana am 1. August Sonntag hier in Grafenberg sehen Sie jetzt. Sur la plage, le coffre à chocolat rempli des trésors de cet âge et des photos de toi. J'ai vu la joie qui maintenant a ridé ton visage. J'ai vu le même regard d'enfant qui a grandi et pourtant dans tes yeux je vois le. Und das Signal Boxen auf zum 163. Henkelpreis der Diana German Oaks. Das fünfte Rennen ist der große Preis von Gottfried Schulz. Diana Trial, Listenrennen, 25.000 Euro, das Highlight des heutigen Tages und ganz wichtig für Sie auch als Wetter. Dieses Rennen ist mit der Viererwette, das heißt, wenn Sie die ersten vier Pferde in richtiger Reihenfolge tippen, dann bekommen Sie 10.000 Euro, wenn Sie denn alleine diesen Tipp getroffen haben. Das ist schwer genug, denn es ist ein sehr offenes Rennen. 10 Pferde am Start, 10 dreijährige Stuten am Start. Wir schauen uns mal die Starterliste an. Die Nummer 1 ist Empore mit Andrasch Starke. Die Nummer 2 ist Emily, da gibt es einen Reiterwechsel. Martin Seidel ist an Bord. Die Nummer 3 ist Atlantica mit Sibylle Vogt. Die Nummer 4 Colonia Victoria mit Lucas Delosier. Die Nummer 5 ist Kesia mit Sufjan Shadi. Die Nummer 6 Leona Playa mit René Picholek. Die Nummer 7 Naila mit Maxim Pecheur. Die Nummer 8 ist Night Oasis mit Enki Ganbat, die Nummer 9 North Reliance mit Wladimir Panov und die Nummer 10 Turf Beauty mit Sean Byrne. Ja, was machen wir mit diesem Rennen? Die Favoritin ist die Nummer 1. Das ist Empore aus dem Stall von Markus Klug. Pferd ist hier in den 1000 Guineas gelaufen, dem Klassiker hier in Grafenberg. Da ging es über 1600 Meter. Sie hat eine sehr starke Vorstellung gegeben, war Vierte. Man geht heute auf eine weitere Distanz. Das sollte eigentlich kein Nachteil sein für sie. Aber es ist natürlich ganz klar, es ist ein schwieriges Rennen. 9 der 10 Stuten, ich habe es vorhin schon mal gesagt, haben noch eine Nennung für den Preis der Diana. Und wer heute nicht unter den ersten 3, 4 ist, der braucht am 1. August Sonntag eigentlich auch nicht anzutreten. Die Stute, die keine Nennung hat für die Diana, ist unser Gast aus Frankreich. Das ist Kesia mit Sufjan Shadi. Ja, Markus Klug, der Trainer von Empore, steht neben mir. Nicht nur der Trainer von Empore, auch von Naila. Empore sicherlich auf dem Papier die erste Wahl. Sie ist zweimal über 1600 Meter bärenstark gelaufen. Heute der Sprung auf die weitere Distanz. Ja, ist richtig, aber ich glaube schon, dass sie das kann. Also von der Mutterlinie her auf jeden Fall. Und wir waren uns eigentlich nach beiden Rennen der Meinung, dass es sogar etwas weiter besser ist für sie. Hat in 1000 Guineas ein bisschen unglücklichen Rennverlauf gehabt. Sonst wäre vielleicht sogar noch der eine oder andere Platz weiter vorne drin gewesen. Ich rede nicht vom Gewinn, aber Zweiter, Dritter hätte man durchaus werden können, glaube ich, bei normalem Rennverlauf. Und jetzt heute, sie hat ihren Boden passend auch, so wie vor 2 Wochen hier. Ja, deswegen, sie hat natürlich Höchstgewicht, also 1 Kilo mehr als der Rest. Und, aber ich hoffe, dass es trotzdem dass es kompensieren kann durch ihre Klasse. Naila hat zweijährig mal sehr bedeutend gewonnen. Was ist zu ihr zu sagen? Ja, sie hat zweijährig überlegen gewonnen, aber da weiß man ja nie so, gegen was für Konkurrenz man da gelaufen ist. Ne? Und das weiß man immer erst hinterher. Ich glaube, dass da nicht so die allerstärksten Gegner drin waren.
deswegen, ja, es ist ein Versuch mit ihr. Wenn wir dieses Jahr noch kleines Black Type kriegen können, denke ich, wären wir schon zufrieden. Die Form in Hoppegarten war im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht, wie sich's liest, Vierter von fünf, aber die Stuten, die vor ihr waren, die sind alle ordentlich gelaufen im Grupperennen und deswegen, ja, schauen wir mal, vielleicht hat sie das Start auch weitergebracht und sie kann vielleicht in die Geldränge laufen. Sie haben ja noch eine dreijährige Stute im Stall, die wahrscheinlich noch besser ist als die beiden, die heute laufen. Das ist Cassada. Und ich gehe mal davon aus, dass lange gewartet wird bis zu der Überlegung, ob sie für das Derby nachgenannt wird oder nicht. Ja, ich habe ja immer gesagt, also wenn man ein Pferd fürs Derby nachnimmt und so viel Geld in die Hand nimmt, dann muss alles perfekt sein. Also das heißt, der Boden muss perfekt sein, das Pferd muss super drauf sein. Und ja, vielleicht auch jetzt nicht noch eine oder andere starke Nachnennung vielleicht aus dem Ausland kommen und kein 20er-Feld werden, dann kann man sich es vielleicht überlegen, ja. Ja, 20er-Feld wird es wahrscheinlich werden, aber Entscheidung fällt, ich glaube, Montag in einer Woche. Ja, also vorher nicht. Das heißt, da wird bis 5 vor 9 in Röttgen gewartet und dann schaut man sich die Angelegenheit an und sagt man ja oder nein. Ja, ich denke, so wird es laufen. Und Andra Starke will das natürlich auch gerne wissen, ist ja klar, weil er natürlich dann Cassada reitet und im Zweifelsfall vielleicht noch für ein anderes Pferd frei wird. Hals und Bein zunächst mal für diesen Diana Trial. Sehr offenes Rennen, denke ich mir. Wir haben den französischen Gast, der sehr gut aussieht, muss ich ehrlich sagen. Die Stute hat ja eine Form in Baden-Baden stehen, die sich sehen lassen kann. Da war sie Zweite in einem ganz ähnlichen Rennen, einem Listenrennen. Und wenn sie das wiederholen kann, dann ist sie schon eine harte Nuss für die deutschen Pferde. Das muss man ganz klar so sagen. Peter Schirn mit zwei Pferden vertreten. Das ist Leona Playa mit René Picholek. Wir wollen ganz kurz bei Henk Grewe nochmal nachfragen, der gerade neben mir steht, Colonna Victoria. Letzte Form war ein bisschen unglücklich in Hannover. Ja, ich weiß nicht, ob unglücklich. Sie hat nicht so richtig durchgezogen. Sie war im kurzen Moment sogar schon vorne, hat dann nicht durchgezogen. Darum haben wir heute die Scheukamm angelegt. Ich hoffe, die sind das Mittel zum Zweck. Hat sie die Klasse, um hier mitzuhalten? Ja. Gut, vielen Dank. Ja, es gibt viele Pferde, die natürlich auch in der Klasse hochsteigen. Night Oasis ist so ein Fall, die Stute aus dem Stall von Waldemar Hickst. Sie hat ein Rennen bestritten, das war in Lyon. Sehr schwer einzustufen, was das wert war, aber sie konnte eigentlich nicht mehr als gewinnen. Auch da wollen wir noch mal ganz kurz beim Trainer nachfragen. Herr Hicks, ich habe gesagt, diese Form aus Lyon ist sehr schwer einzuschätzen. Was kann die Stute? Ja, auf jeden Fall. Das ist schwer lesbar. Die waren nur zweimal draußen, zweijährig einmal. Und in Lyon haben wir die hingeschickt, weil die auf dem weichen Boden nicht so gut gearbeitet hat. Auf Sand gute Formen gezeigt in Arbeit. Deswegen lief ich mehr auf Sand. Und heute ist der Boden abgetrocknet. Die Arbeit war sehr gut von dir. Und wir hoffen auf gute Laufen. Das heißt, Sie rechnen schon damit, dass sie nach vorne laufen kann. Ist ja so ein bisschen auch der Test heute für die Diana. Ja, auf jeden Fall. Wenn die gut genug ist, dann läuft sie auch in die Diana. Ich denke auch, dass die ersten vier, wenn wir die ersten vier hier in diesem Rennen haben, die werden alle in der Diana laufen. Da bin ich mir fest von überzeugt. Ab Platz 5 wird es dann ein bisschen kritisch. Ja, das ist ein offenes Rennen. Empore, die klare Favoritin. Ich schaue mir noch mal gerade die Quoten an, wer vielleicht auch von den Quoten her interessant ist. Marcel Weiß, mit dem habe ich vorhin gesprochen und der sagte, naja, North Reliance, die hat in Hannover uns sehr enttäuscht. Die kann mehr, die muss das richtig stellen und bei Turf Beauty ist es natürlich ein großer Sprung. Kommt aus der Maiden-Klasse, aus der sieglosen Klasse und muss heute erstmal beweisen, dass sie hier in diese Kategorie reinpasst. Ja, von den Quoten her gesehen, vielleicht ein solides Pferd ist doch Kesia, die Stute aus dem Stall von Henri-Alex Pantal mit Choufiane Chady an Bord. 6 Euro ist schon eine ganz interessante Quote. Viererwette, das ist ja auch ganz wichtig, das können Sie in diesem Rennen spielen, die Viererwette. Und wie das funktioniert, das erklären wir Ihnen jetzt mit einem kleinen Clip. Hallo, ich bin Tessa von Vetstar und heute stelle ich kurz und knapp für die Einsteiger die Viererwette vor. Die Viererwette ist sowas wie die Königsdisziplin beim Pferdewetten. Bei ihr versucht man mit einem Grundeinsatz von 50 Cent den Einlauf der ersten vier Pferde in korrekter Reihenfolge vorherzusagen. Um die Gewinnchancen zu erhöhen, greifen viele Wettfreunde auf die Möglichkeit zurück, die Viererwette in Kombination zu spielen. Das bedeutet, man schließt quasi für jede Reihenfolgenvariante des Einlaufs eine Wette ab. Durch die Mehrzahl der hier gespielten Wetten erhöht sich die Gewinnchance, aber auch der zu spielende Einsatz.
Auch deswegen nutzen sehr viele erfahrenere Wetter die Möglichkeit, Pferde zu stellen. Das bedeutet, dass man sich auf den exakten Einlauf eines oder mehrerer Pferde festlegt und den Rest der Einläufe dann miteinander kombiniert. Hier ein kurzes Beispiel von mir. Die 6 ist klarer und auch berechtigter Favorit. Sie wird von mir auf den ersten Rang gestellt und bei den Pferden dahinter bin ich mir nicht so sicher. Das werden dann aber zum Beispiel die Pferde 3, 4 und 5 unter sich ausmachen. Diese werden auf den Rängen 2 bis 4 untereinander kombiniert und von mir zur Kombiwette gemacht. Hierdurch wird die Anzahl der gespielten Wetten verringert und somit auch der notwendige Einsatz. Beim Stellen und Kombinieren von Pferden sind der Fantasie im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Man darf in jedem Rang stellen, man darf in jedem Rang kombinieren. Wichtig ist nur, dass man seinen Wetteinsatz im Auge behält. Bei einem oder mehr Nichtstartern bekommt man, was in der Vergangenheit nicht immer so war, seinen Einsatz nach Bekanntgabe der Quoten wieder zurück. So, ich hoffe, dass ich euch die Viererwette ein wenig näher bringen konnte und wünsche euch nun ganz viel Spaß und auch Erfolg beim Ausprobieren. Habt noch einen wunderschönen Renntag und ich sage bis bald. Ja, noch ein Hinweis. Wir haben nach dem fünften Rennen, also nach diesem Rennen, noch einmal eine Rennbahnführung vorbereitet. Wenn Sie interessiert sind, kommen Sie da ein bisschen zum Haupteingang. Dort steht dann ein Mitarbeiter, der Raymond Lüttke, der Sie hinter die Kulissen der Rennbahn geben wird. Sonst sehe ich noch lange Schlangen vor den Wettkassen. Wir haben natürlich über die Rennbahn verteilt mehrere Kassen. Also wenn Sie zwei, drei Schritte mehr gehen wollen, sparen Sie sich Zeit. Wir haben hier gerade zwischen Führing und Absattelring sehr, sehr viele Kassen, die gerade sehr stark belegt sind. Und schauen Sie sich mal um. Sie finden mit Sicherheit eine Kasse, wo Sie nicht so lange warten müssen. Ja, das Highlight heute, das fünfte Rennen, großer Preis von Gottfried Schulz, Diana Try Listenrennen. Es geht über 2100 Meter, 10 Stuten am Start. Und es gehört bis auf Kesia alle mit. Nennung für den Henkelpreis der Diana am 1. August Sonntag. Das ist der 6. in diesem Jahr. Empore ist die Favoritin hier im Bild mit auch der Statistik. Viermal gelaufen, ein Sieg, ein Platz. Zuletzt starke Vierte in den Guinness hier am 4. Juni. Und 2,90 Euro Chance mit anderer Starke, Gewinnsumme 48.000 Euro. Sie gibt allen anderen hier ein Kilo Gewichtsnachteil, also Vorteil. Andersrum gesprochen, sie hat ein Kilo mehr als alle anderen zu tragen. Dann haben wir mit 5,20 Euro die 5. Das ist Kesia, der Gast aus Frankreich, Henri Pontal, schon speziell List für die Stuten, die er hier nach Deutschland bringt, um Black Type. Das ist eine Platzierung, wo dann Sieg in Listen oder Grupperennen zu erzielen, was den Wert der Stuten dann entsprechend natürlich steigert, was die spätere Zucht angeht. Hier haben wir Kesias Statistik, die No-Nay-Never-Tochter mit 4 Starts, einem Sieg, 2 Plätzen und der Gewinnsumme von 23.750 Euro. Zweite hinter Romina Power in Baden-Baden. Und diese Romina Power, die wird ja am Sonntag im Preis der Diana im Französischen, im Prix de Diane laufen. Also eine ganz interessante Form, die Kesia gezeigt hat. Dann haben wir mit 5,50 Euro die 10 Turf Beauty und Sean Byrne für Marcel Weiß. Dann mit 7,70 Euro die 6 Leona Playa, René Picholek für Peter Schirken. Und dann wird zweistellig. Wir sehen bei 12,50 Euro die 4, Colonia Victoria, Luca Delosier für Henk Greve.
und bei 14,30 Euro die 7 Naila. Da übrigens für Sie zur Information die schwarze Kappe, die Maxim Pischer hier trägt. Hier haben ja zwei Pferde, das Gestüt Röttgen Empore mit der roten Originalkappe, Andra Starke und Naila mit der schwarzen Kappe. Tuff Beauty Statistik, die hat eine weiße Weste. Ein Start, ein Sieg sehen wir da, 6.000 Euro Gewinnsumme. Das war hier am 13. Mai, als sie ihr Kämpferherz ausgepackt hat und ihr Lebensdebüt siegreich gestalten konnte in den Farben des Gestüt Auenquelle. Weiter im Wettmarkt die 7, das ist hier Naila, also bei 14 Euro, 14,80 Euro. Dann die 8 Night Oasis, Enki Gambert für Waldemar Hicks, auch da haben wir ja gehört, der Trainer hat uns ja Infos gegeben, was wir vielleicht erwarten können. Und jetzt beginnt das Einrücken hier in die Boxen. Die 3 noch Atlantica bei 17,40 Euro, der Ritt von Sibylle Vogt. Und die beiden Außenseiter hier im Feld sind North Reliance mit Wladimir Panov für Marcel Weiß. Die 9 bei 30,40 Euro und bei 37,30 Euro. Die 2 Amy Lee mit Martin Seidel-Reiterwechsel. Versetzt Tommaso Scardino, Gerald Geißler in Iffezheim, der Trainer. Noch die Statistik zu Atlantica. 4 Starts, ein Sieg für die Stute des Gestüt Brümmerhof. Selbst gezogen auch die Master Craftsman-Tochter in Training bei Peter Schirgen in Köln und Sibylle Vogt im Sattel. Es geht jetzt also in die Boxen hinein für das Diana Trial. Siegwette, 3 Platzwetten, 2 aus 4, 2er, 3er und natürlich die 4er-Wette hier. Das ist sowieso das, was man anstreben sollte, denn 10.000 Euro Garantieauszahlung winken und nur noch wenig Pferde draußen. Drei Pferde müssen noch einrücken. Amy Lee, gerade kam North Reliance hinein. Leona Playa fehlt noch und dann, wie gesagt, Amy Lee ganz außen. Dann können wir loslegen. So, Amy Lee kommt heran. Das ging richtig flott hier mit den Stuten. North Reliance noch ein bisschen unruhig in der Box. Derweil rückt Amy Lee jetzt ein. Ist in Position. Wir sind startklar fürs 5. Rennen. Und Boxen auf. Starterfolg zum großen Preis von Gottfried Schulz. Diana Trial. Und an der Spitze gleich in Night Oasis. Ja, unter ihm Applaus. Keine Scheu. Hände sind zum Klatschen da. Empora an der Außenseite kommt hinzu. Atlantica ist gut dabei. Dann an der Innenseite Naila. Jetzt wird es hier ein bisschen eng im ersten Bogen für den einen oder die ein oder andere Kandidatin. Und so geht es hier in die Gegenseite hinein. Mit Atlantica vor Empore. Dann an dritter Position. An der Innenseite ist weiterhin Night Oasis zu sehen. Außen aufgerückt sind dann zum einen Colonia Victoria, aber auch dabei ist dann Kesia, die sich jetzt etwa an fünfter Position eingefunden hat. Dann ist Naila an der Innenseite von Neona Playa zu sehen. Dahinter Turf Beauty und hinten im Feld Amy Lee und North Reliance. Es geht Ende der Kastanienallee gleich in den Bogen hinein und die Spitzenposition hat jetzt Colonia Victoria übernommen vor Empore. An dritter Stelle ist dann Atlantica zu sehen vor Kesia. Dann ist es Night Oasis vor Naila. Dann Turf Beauty, Leona Playa. Außen geht Amy Lee und innen daneben North Reliance. Den Berg geht es jetzt hinauf mit Colonia Victoria in Führung vor Empore. Dahinter Atlantica an dritter Stelle. Dann viertes Pferd außen, der Gast aus Frankreich, Kesia. Dahinter Night Oasis, dann Naila, dahinter Leona Playa mit Turf Beauty vor North Reliance und Amy Lee. Es geht jetzt in den Schlussbogen. Voran geht Colonia Victoria immer noch vielversprechend. Empora aber ist jetzt zur Stelle und greift mit Erreichen der Geraden sofort an. Atlantica dahinter. Dann wird Kesia geschoben, versucht hier aber dennoch nachzusetzen. Dann von weiter hinten versucht sich Turf Beauty, kommt da mit Leona Playa noch ins Gehege. Vorne Empore jetzt mit Colonia Victoria. Die versucht sich zu wehren. Dahinter
dahinter ist es an dritter Stelle Atlantica. Von weit hinten Naila wird noch stark. Leona Playa außen wird jetzt auch noch flott gemacht. Kommt näher mit René Picholek, aber innen Empore im Vorteil. Empore ist vorn und Empore gewinnt das Diana Trial von Leona Playa. Dahinter auf dem dritten Rang Atlantica. Dann sehr gutes Finish von North Reliance. Ob es für Platz 4 reicht, kann ich nicht sagen, denn das war sehr eng. Die waren auch weit auseinander. Naila war da innen auch noch mit involviert. Da warten wir ab, was der Zielrichter gleich für uns hat. Und natürlich auch Colonia Victoria da im Platz, im Kampf um Platz 4 noch gut mit dabei. So, dann haben wir auch den vorläufigen Richterspruch zum fünften Rennen des Tages. Siegerin im großen Preis von Gottfried Schulz, Diana Trial, ist die Programmnummer 1 Empore. Mit einem kurzen Kopfvorteil vor der 6 Leona Playa. Dritte die 3 Atlantica, vierte die 9 North Reliance, fünfte die 7 Naila und sechste die 4 Colonia Victoria. Damit 1, 6, 3, 9. Das sind die Zahlen, die Sie für die Viererwette brauchen. Und der Sieg für Empore, zweiter Karriereerfolg für die Gröttgenerin, die hier mit Andras Starke, der sein drittes Rennen heute gewinnt, zum Zuge kommt. Und das Gestüt Röttgen ist auch der Züchter der Stute, die damit den Weg freigemacht hat für sich selbst, hier am 1. August Sonntag dann wieder aufzulaufen, wenn es dann um 500.000 Euro geht im Henkelpreis der Diana. Heute siegt sie hier knapp vor Leona Playa und wie das alles war, das wird uns Andras gleich im Interview erläutern. Ja, die Favoritin hat gewonnen und wer konnte es anders sein als Andras Starke an Bord. Gratuliere, Andras. Es war am Ende eine Zitterpartie. Du warst aus guter Ausgangsposition vielleicht sogar einen Tick zu früh vorne. Ah, ich musste ein bisschen das Rennen aufwendig gestalten. Sie sprang nicht ganz so gut ab wie letztes Mal und musste dann sehen, dass ich an die Ecke eine gute Position habe. Das ist halt ein Kraftakt. Und dann bin ich noch in der dritten, vierten Spur gegangen, auch den einen oder anderen Meter mehr galoppiert. Dann ist nachher René gekommen, hatte ich eigentlich eine optimale Lage. Dann hat sie kurz einen Punkt gehabt, wo ich angefangen habe, ein bisschen zu reiten. Und ich weiß, dass sie immer mal einen toten Punkt hat. Also einen Punkt, wo man sie dann halt unterstützen muss. Das war in Baden so zweijährig. Dann habe ich früh angefangen zu reiten, weil sie immer weitergeht. Und es war natürlich zum Schluss nochmal eng, aber sie ist eine klasse Stute. Und wenn ich nicht so einen aufwendigen Rennverlauf habe, dann sieht es auch leichter aus. 2100 Meter heute, Diana noch mal 100 Meter weiter. Ja, kein Thema. Sie gehört dahin. Das wussten wir mit Cassara zusammen. Sind das unsere zwei Aushängeschilde für Röttgen im Stall und Topstuten. Und ja, da zieht keiner den Kürzeren.
Ich denke, das ist ein Luxusproblem auch jetzt für dich mit so zwei guten Stuten im Stall. Hengsteseiter nicht so ganz gut gesegnet, aber zwei Top-Stuten. Und ja, wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. Ne? Alles mal abwarten. Vielen Dank, Andrasch. Weiter Hals und Bein. Deutschlands bester Jockey aller Zeiten. Auch heute wieder auf dem am Grafenberg. Dreimal erfolgreich bereits. So, Rennwiederholung schauen wir uns an. Ich fand das Rennen, empfand das Rennen als relativ ruppig und teilweise auch ein bisschen Rangeleien da. Wenn das im ersten Bogen sehen, hier natürlich wie üblich alle um Position bemüht, geht ja schnell dann in den Bogen hinein und da wird es gleich dann weiter innen ziemlich eng. Erstmal für Naila die Probleme bekommt und dann auch die nach außen driftende Night Oasis. Sehen wir gleich, die hier Probleme hat, die Position zu halten, schafft es dann aber. Und so waren erstmal die Positionskämpfe eigentlich bis in die Gegenseite zu vermelden. Da hatte dann Atlantica die Führung übernommen und außen lag dann Empore in guter Haltung. Und dann kommt an der Außenseite Colonia Victoria jetzt auf mit Luca Delosier. Kesia ist dicht auf, auch Night Oasis an der Innenseite. Naila dahinter nach den Verkehrsproblemen im ersten Bogen dann etwas zurückgefallen. Dahinter noch Turf Beauty. Leona Playa, die spät ja noch super aufkommt, ist drittletzte zu diesem Zeitpunkt. Und noch weiter dahinter North Reliance an der Innenseite, auch mit beachtlichem Speed in der Geraden. Das schauen wir uns gleich alles in der Wiederholung an, wenn wir zur Geraden hinkommen. Hier also jetzt den Berg hinauf hatte Colonia Victoria das Kommando übernommen. Empore liegt da in freier zweiter Position außen. Perfekte Rennlage also in diesem Fall. Und dann haben wir an der Innenseite Atlantica dicht auf weiter mit Kesia, die dann früh unter Druck gerät, in der Geraden eigentlich nicht mehr so richtig zulegen kann. Night Oasis innen kämpft sich dann nochmal weiter nach vorne, muss dann ganz zum Schluss auch passen. Naila zieht noch ein bisschen auf, aber wir gucken jetzt auf Leona Playa, viertletzte Position. Die kommt nämlich gleich nochmal weiter außen dann mit der 10 ins Gehege mit Turf Beauty. Die beiden hier jetzt Turf Beauty hinten außen das Augenquelle-Dress und dann Leona Playa hier. Da war es ein bisschen eng mal im Moment, aber das haben sie alles noch gut gelöst. Ja, und dann zieht Leona Playa auf. Aber vorne Empore, die kämpft hier weiter mit Colonia Victoria und dann wird außen Leona Playa immer stärker und weiter innen sehen wir dann auch davon Atlantica, die auch brav durchläuft und von ganz hinten auch mit Stopp noch in die Gerade hinein hinter Leona Playa kommt dann North Reliance noch super in die Partie und holt sich hier am Ende den vierten Platz. Da war auch durchaus noch mehr drin, also das ist auch ein Pferd, das man auf dem Zettel haben muss für die nächsten Starts. Hier muss sie nochmal nach außen dirigiert werden von Wladimir Panov, also da hat vieles nicht gepasst. Bei Empore hat heute alles gepasst. Leona Playa mit etwas umständlichem Rennverlauf, sehr gute Zweite und Atlantica dann als Dritte und dahinter, wie gesagt, außen mit starkem Finish. Hier sehen wir sie nochmal, die roten Farben von North Reliance hinter Leona Playa. Da kann Wladimir Panov auch erstmal gar nichts machen. Muss eigentlich immer hinter Leona Playa herreiten und dann nachher noch um die nach außen herum, um nochmal den Schlussspeed anzusetzen. Also die Leistung der Zweit- und der Viertplatzierten hier, ich denke, durchaus beachtenswert. Und auch Turf Beauty, die ja diese kleine Rangelei hatte da außen, läuft nicht verkehrt, hatte jetzt auch nicht den allerbesten Rennverlauf in der Zielgeraden. Night Oasis, ja, kommt hier aus guter Lage innen nicht voran, muss man sagen. Und Amy Lee, die kommt von hinten eigentlich nicht wirklich weg. Und Kesia, die kann in der Geraden nicht zulegen. Das sind eigentlich so hier die Protagonistin gewesen. Colonia Victoria innen, die hält hier lange Stand, ist bis zur 100-Meter-Marke noch Zweite, dann allerdings nach hinten raus muss sie doch ein bisschen passen. Wird dann noch überholt von 2, 3, 4 Kandidatinnen tatsächlich auf den letzten 10 Metern. Läuft aber, ich denke, auch noch sehr anständig. Also hier gab es viel zu sehen und das Rennen kann man sich, glaube ich, 15 Mal angucken und findet immer noch was. Ja, Markus Klug gratuliere zum Sieg. War knapp genug. Die Meute kam ja schon da angedüst, aber die Stute hat eben viel Klasse, denke ich mir. Und Andrasch hat das ja auch sehr genau analysiert. Sie ist ein bisschen speziell, muss genau geritten werden. War ein aufwendiger Rennverlauf. Geht es jetzt direkt in die Diane? Ja, ich denke ja. Ja, sie ist jetzt eine relativ kurze Pause gehabt, ist jetzt dreimal gelaufen, ist als Zweijährige ja schon am Start gewesen. Und ich denke, das würde direkt in die Diane gehen. Ja. Wie
Waren Sie mit dem Rennverlauf zufrieden? So ganz optimal war es sicherlich nicht. Nee, war ein bisschen, ja, sie sprang nicht so gut ab. Wir wollten ja aus dem Vordertreffen gehen, dass nicht nochmal sowas passiert wie in den 1000 Guinness. Und ja, war schon ein aufwendiger Rennverlauf, richtig, wie er es gesagt hat. Für Empore Naila hat er ein katastrophales Rennen, muss ich sagen. Da war sogar auch, für das ist er echt noch gut gelaufen. Sie war nicht weit zurück. Eben, genau. Sie hat gezeigt, dass sie eigentlich auch in der Klasse mithalten kann. Mit so einem Rennen, die wäre im ersten Bogen fast gefallen. Ja, also wie gesagt, ich bin zufrieden, dass Empore hat gewonnen. Mit so einem Rennverlauf, vielleicht wäre es bei einfacherem Rennverlauf vielleicht leichter gewesen, aber gewonnen ist gewonnen, er hat großes Black-Type. Und bei Naila bin ich eigentlich mit dem Laufen zufrieden, weil sie halt schon gezeigt hat, dass sie die Klasse kann. Ja, der Rennverlauf war Katastrophe, aber beim nächsten Mal sieht es vielleicht anders aus. Bei den Hengsten ist es ein bisschen übersichtlich bei Ihnen am Stall, was die Klasse anbetrifft, aber bei Stuten haben Sie ein kleines Luxusproblem. Ja, bei den Hengsten habe ich früh im Jahr schon gesagt, dass ich es nicht vergleichen kann. Ich hatte letztes Jahr sieben Starter im Derby. Ich konnte die Hengste kaum auseinanderhalten in den Derby-Vorprüfungen, hatte 3-4 Starter in den Rennen. Und dieses Jahr, ja, ist es halt mal so. Da ist eigentlich keiner so richtig dabei. Der Einzige, der in die Klasse hat, ist Aspirant, der aber auch nicht ganz an die Jahrgangsspitze kommt. Ne? Das ist leider so. Ne? Kann man nicht ändern. Bei den Stuten sieht es besser aus, ja. Sie hatten, glaube ich, mal 7 Pferde auch im Preis Ferdiana, erinnere ich mich dunkel. Ne? Haben aber auch nicht gewonnen, ne? Nein, auch nicht. Ne? Das waren dann damals 7, aber auch jetzt, die Beste war, glaube ich, Casala, die Mutter von Casala, die 4. war damals. Das Derby mit 7 Starter habe ich einmal gewonnen und letztes Jahr, ja, weiß ja jeder, wie es gelaufen ist. Okay, wir werden das sehen und die Diana ist in ein paar Wochen mit Röttgener Pferden, mit Klugpferden. So, dann erstmal die Siegerehrung zu diesem Rennen, zum Hauptereignis des heutigen Tages, dem Gottfried Schulz Diana Trial. Gewonnen hat aus dem Gestüt Röttgen, vertreten durch Gestütsleiter Frank Dorf. Empore im Besitz im Training bei Markus Klug in Köln-Heumer und im Sattel saß sein 3. Tagessieg, Deutschlands erfolgreichster Jockey aller Zeiten und aktuell wieder die Nummer 1 in der Statistik, Andras Starke. Stefan Preuß steht neben mir, Centerleiter bei Gottfried Schulz. Genau, so ist es. Sie sind erstmals mit einigen Gästen hier. Hier wird gerade mal ein bisschen rumgebrüllt und gejubelt, auch gut. Erste Mal hier, gutes Wetter mitgebracht, fast schon ein bisschen zu warm. Aber ich habe die Idee, die Stimmung ist ganz gut bei Ihnen. Also Stimmung ist hervorragend. Wetter hätte nicht besser sein können, würde ich sagen. Vielleicht 2-3 Grad weniger, aber wirklich perfekt, perfekte Bedingungen und unsere Gäste sind begeistert. Keiner hat gesagt, ich gehe heute an Badesee und nicht auf die Rennbahn. Nein, haben sich Gott sei Dank viele für die Rennbahn entschieden und da sind wir wirklich sehr froh drüber. Und ja, wir haben eine ausgelassene Stimmung bei uns, bei unseren Gästen und das wird sicherlich, es drängt nach Wiederholung. Was war der Grundgedanke, warum haben Sie die Rennbahn gewählt? Ja, nun, wir sind, Gottfried Schulz ist ein Unternehmen, was lokal tätig ist. Wir sind mit 3 Zentren in Düsseldorf unterwegs, mit unserem Volkswagen-Zentrum, Audi-Zentrum, Skoda-Zentrum und sogar noch, wenn wir das Porsche-Zentrum noch mit dazu nehmen, mit 4 Zentren. Wir sind ein lokales Unternehmen und da drängt es sich eigentlich auf, dass man dann auch mit der Rennbahn eine Partnerschaft eingeht. Wenn heute noch jemand ein Auto kauft, weil er so viel Geld beim Wetten gewonnen hat, haben Sie auch nichts gegen? Da haben wir gar nichts gegen, da finden wir auch Mittel und Wege. Also ein Bierdeckel und ein Kugelschreiber ist immer zur Hand. Vielen Dank, Herr Preuß. Und ja, wäre schön, wenn es im nächsten Jahr wieder klappen würde. Auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und wir haben ja noch Porno al Forno gleich, das auch für die Gäste hier auf der Bahn. Die Düsseldorfer Kultband muss man gesehen haben. Also wenn Sie hier bleiben, noch
Stübchen. Um 19 Uhr geht's dann los. So, jetzt aber erst Quoten. Ich denke, das liegt vor oder die liegen vor. Ja, haben wir. Endgültiger Richterspruch. Großer Preis von Gottfried Schulz. Fünftes Rennen. Diana Trial. Siegerin ist die 1 Empore. Zweite die 6 Leona Playa. Dritte die 3 Atlantica. Vierte die 9 North Reliance. Und fünfte die 7 Naila. Der Richter sagt Kampf, kurzer Kopf. Halbe Länge, Hals, Hals, Kopf. Und die Zeit der Siegerin 2 Minuten 8, 7, 0. Dazu die Quoten. Sieg 3,20 Euro. Die Plätze 1,50 Euro. 2,40 Euro und 3,70 Euro. Die Quote der Zweierwette 14,80 Euro. Quote der Dreierwette 181,90 Euro. Und die Quote der Viererwette 1.333,40 Euro. Und die 2 aus 4 bezahlt 5,90 Euro. Alles das, was im Galopprennsport wichtig ist, das stellen für unseren Stream immer die Kollegen der Sportwelt zusammen. Deshalb jetzt die Sportwelt-News. Am Sonntag wird in Chantilly der Prix de Diane entschieden. Andreas Müller schickt die ungeschlagene Schwarz-Gold-Siegerin Lady Evelina ins Rennen. Michael Figge bietet Listensiegerin Romina Power auf. Und für das Gestüt Schlenderhahn startet Tasmania für Trainer Francis-Henri Graffard. Zum Favoritenkreis zählen Blue Rose Chen, Running Lion und Pensée du Jour. Mit 5 Startern wird Peter Schirgen in das ID 154. Deutsche Derby gehen. Sibylle Vogts Wahl fiel auf Alpenjäger. Für Napolitano ist Bojan Mosabayev als Reiter vorgesehen. Leon Wolf bleibt auf seinem Union-Ritt Veracruz. Adri de Vries ist der Partner von Gestüt Park Liedingens Quality Road. Nur Winning Spirit ist noch ohne Jockey-Verpflichtung. Der große Dallmayr-Preis konnte 36 Nennungen für den 30. Juli erzielen. Neben den Siegern aus den Vorjahren Scaletti und Zamarco tauchen auf der Liste unter anderem die Münchner Mendocino und Fantastic Moon sowie zahlreiche ausländische Namen auf, was sich gut auf das Rating des Dallmayr-Preises auswirken könnte. So, Hinweis noch auf unsere Wettnietenverlosung. Wenn Sie beim Wetten nicht gewonnen haben sollten, werfen Sie bitte die Tickets mit Namen oder Adresse versehen in unsere Lostrommel. Die steht am Haupteingang am Informationsstand. Die auslosen die Gewinner dann nach dem letzten Rennen, aber vor der Bühne hier am Biergarten, wo Porno al Forno dann auftritt. Dann kommen wir auch zum letzten Rennen des heutigen Tages. Das ist noch einmal ein Rennen mit relativ viel Pferden. 9 an der Zahl, 8. Wir haben einen Nichtstarter, einen Ausgleich 4. Amateurrennen. Die Nummer 1 ist Bode mit Renz Verbergt. Die Nummer 2 ist Chili Valentino mit Guy Snyders. Die Nummer 3 Oriental Princess mit Jacqueline Lacay. Die 4 ist Sideshow Bob mit Janina Beusen. Die Nummer 5 Statement mit Marissa Potters. Die Nummer 6 Maniero mit Julia Rogel. Die Nummer 7 ist Missandel mit Annalena Weidner. Und die Nummer 9 Ola Bell mit Elisabeth Stahlhut. Die Nummer 8 ist Nichtstarter. So, das ist das Feld für dieses Rennen mit einem klaren Favoriten. Das ist Statement. Statement war aktuell Zweiter in Köln vor einigen Wochen. Hat aber den Sieg bekommen. Da ging es um ein Gewicht, das die Siegerin getragen hat, was dem Vernehmen nach nicht korrekt war. Dagegen ist allerdings nochmal Protest eingelegt worden. Also es ist eine Formgeschichte gewesen, etwas schwierig zu erklären. Egal, Statement auf jeden Fall steht jetzt mal zum Sieg. Das Pferd sollte ein solches Rennen mal gewinnen können. Erst wenig gelaufen, 5-mal. Also offiziell steht ein Sieg da drin, aber das muss wohl noch mal geklärt werden. Sie war, oder er war
zuvor Zweiter gewesen in Krefeld. Marisa Portos kennt dieses Pferd sehr gut, reitet es eigentlich immer. Deshalb stehen da durchaus alle Zeichen auf Grün. Sieht auch sehr gut aus. Das ist nach oben hin sicherlich noch ein bisschen was möglich. Zwei Pferde kommen aus den Niederlanden, aus dem Stall von Romy van der Meulen. Bode hat es schwer mit dem Gewicht, steht relativ hoch im Handicap. Interessanter vielleicht die Nummer 2, Chili Valentino mit Guy Snyders. Das Pferd ist ein Dauerplatzierter, 15 Mal gelaufen, 9 Mal platziert. Vielleicht reicht es heute zum Erfolg. Das sind schon die interessanten Pferde in diesem Rennen. Wenn man nach einem Außenseiter sucht, ein Pferd, was sehr, sehr günstig im Handicap steht, ist die Nummer 7, Miss Sandai. Aber die hat bisher relativ wenig Pferde hinter sich gelassen. Also das sieht nicht so ganz aufregend aus mit dieser Stute. Aber für eine Dreijährige steht sie schon sehr günstig im Handicap. So, die haben sich ja alle sehr beeilt hier im Führing, alle schon weg. Gucken wir nochmal auf den Toto, das Geld geht. Aber auf Chili Valentino sehe ich 2,90 Euro im Moment die Quote für ihn. 3,10 Euro für Statement. Ich denke, dass das gute Wette ist für 3,10 Euro. Toni Potters hat ja heute schon ein Rennen gewonnen. Und die 3 ist noch ein bisschen gewettet. Oriental Princess mit Jacqueline Lacaille, sehr formstarkes Pferd, hat auch in Düsseldorf schon gewonnen. Also von daher gesehen ist die Bahnkenntnis auch schon da bei ihr. Das ist so ein kleiner Überblick über das letzte Rennen des heutigen Tages. 9 Pferde am Start. Und wir werden jetzt noch einmal ganz kurz einen Clip abspielen von unserem Partner Wetstar. Wir sind die Guten. Nicht nur bei den Quoten. Buchmacher wetten jetzt auch bei Wetstar. Mit Topquoten und Festkursen. Und dem guten Gefühl, dass ein Großteil ihrer Einsätze wieder in den deutschen Rennsport fließt. Jetzt Wette platzieren unter wetstar.de. Wetstar. Gute Quote, gutes Gewissen. Ja, die Pferde noch auf dem Weg zum Geläuf. Wir schauen aber trotzdem schon mal auf den Wettmarkt. Die 8 also hier Nichtstarter. Special Effects im letzten Rennen des Afterwork-Renntages. Wir haben ein Amateurrennen und Ausgleich 4 das Ganze 1600 Meter. Die Startposition also wieder eingangs zur Gegenseite. Da kurz nach Erreichen dort steht die Startmaschine. Favorisiert wird hier die 5 jetzt gemeinsam mit der 2. Fangen wir mit der 2 an. Chili Valentino, der ist noch sieglos, steht bei Romy van der Meulen in Reikefort im Boxmeer in den Niederlanden. Vater Lucien, Besitzer mit den Dutch Master Stables und Guy Snyder. Snyders, der Partner von Romy im Sattel. 3,20 Euro die Quote und ja, sammelt im Moment zweite Plätze, so kann man es wohl sagen, in Krefeld, Hannover und auch hier in Düsseldorf zuletzt, als man auf einen überlegenen Sieger traf. Aber hier sieht es zumindest einfacher aus und die Chance für Chili Valentino dann vielleicht doch den lang ersehnten ersten Erfolg doch zu bekommen, heute zumindest nicht gering. Hier nochmal die Statistik in Gänze, 10.347 Euro die Gewinnsumme des jetzt alleinigen Favoriten bei 3,20 Euro. Dann Statement, die 5 mit Marisa Potters, der Trainertochter. Toni Potters in Bremen-Mahndorf trainiert und Lena Gödde gehört Statement. Statement bei 3,50 Euro, zuletzt in Köln, Sieger am grünen Tisch. Und dennoch da mit einer starken Leistung, fühlte sich schon so wie ein Sieg an. Am Ende gab es den dann, wie gesagt, im Stewards Room. Und die 3 Oriental Princess mit Jacqueline Lacaille für Oliver Schnakenberg dann bei 4,40 Euro. Da haben wir
was die letzte Form angeht. Einen dritten Platz in Hannover, wurde da aber noch stärker in der Schlussphase. Mal schauen, was heute Jacqueline Lacay mit Oriental Princess hier erreichen kann. Dann haben wir Boat, die 1 mit Renz Verbergt für Romy van der Meulen, eigenes Pferd. Die 1 bei 9,20 Euro ist ein Pferd, das man in England erstanden hat. Und beim ersten Start in Mons auf belgischem Sand war es schon mal gleich ein guter zweiter Platz hinter Aber Foil. Und mal gucken, was da heute drin ist. Dann Sideshow Bob mit der Amateur-Championess Janina Beusen. Frank Fuhrmann in Möser ist der Trainer für den Stall Surf and Bird, 11,20 Euro. 14,50 Euro die 6, das ist Manero mit Julia Rogel, die Trainerin aus Iserlohn, selbst im Sattel. Und dann noch mit 16,60 Euro Ula Bell für Frank Fuhrmann mit Elisabeth Stahlhut bei 16,60 Euro. Und die Außenseiterrolle hat hier Miss Sunday mit Annalena Weidler, die für Ralf Rohne reitet, Trainer hier in Düsseldorf, bei 23,80 Euro. Macht also 8 Pferde im abschließenden Rennen, das heißt Siegwette, 3 Platzwetten, 2er- und 3er-Wette im Angebot nochmal. Letzte Chance heute zu wetten für Sie bis zum 6. August. Das ist nämlich unser nächster Renntag hier in Düsseldorf. Und das ist dann der Henkelpreis der Diana. Also wenn Sie noch was wetten und gewinnen wollen, dann jetzt noch schnell an den Wettschalter. 4 Minuten sind auf der Uhr. Viel länger wird es dann aber auch nicht mehr dauern. So langsam Bewegung an der Startstelle. Die ersten 1-2 Kandidaten sind bereits in Position gekommen. So, wir sind schon startbereit, alle Pferde in den Boxen und der Start erfolgt zum Volkswagen T-Roc Trophy Rennen, dem 6. auf der Karte. Da geht in Chili Valentino gleich nach vorne, Oriental Princess, sehen wir Manero 1000, Sideshow Bob ist da, dann Miss Sunday, dahinter Statement an der Innenseite Bode und Schlusslicht ist aktuell Ula Bell. So geht es hier Ende gegenüber bei flotter Fahrt mit Manero in Führung jetzt in den Bogen, ausgangs der Kastanienallee hinein, Sideshow Bob ist weiter, dann Chili Valentino mit Oriental Princess, so geht es dann gleich den Berg hinauf, dahinter sehen wir Miss Sunday und dann außen kommt Statement etwas näher heran an diese vordere Gruppe. Mit der Führung aber sehen wir weiterhin Manero. Manero, Sideshow Bob, dann ist es an der Innenseite Chili Valentino mit Oriental Princess, dahinter Miss Sunday, dann Bode und dann außen Statement weit zurück Ula Bell. So geht es hier in den Schlussbogen hinein und noch ist Manero vorn, dahinter lauert außen schon Sideshow Bob, innen auch Chili Valentino mit Kontakt und dann ist außen Oriental Princess gebracht, innen viel Platz jetzt für Chili Valentino für den Angriff.
Angriff auf kürzestem Wege. Manero vorn mit Sideshow Bob. Chili Valentino kommt jetzt innen näher und greift hier an. Guy Snyder, es ist zur Stelle. Außen kommt aber auch Oriental Princess mit Jacqueline Nakai. Zwischen beiden kämpft Sideshow Bob kräftig weiter. Toller Dreikampf hier. Außen Oriental Princess jetzt im Vorteil. Chili Valentino dahinter. Sideshow Bob, dann Manero und Statement. Vorne aber der Kampf jetzt bis zur Linie. Oriental Princess am Ende mit einem Vorteil vor Chili Valentino, dann Sideshow Bob, Manero, dahinter Statement, dann Miss Sunday Boat und hin bis zu Ula Bell. Und dann haben wir auch den vorläufigen Richterspruch zum sechsten Rennen des Tages. Siegerin im Volkswagen T-Roc Trophy-Rennen ist die Programmnummer 3 Oriental Princess. Zweiter wird die 2 Chili Valentino. Dritte die 4 Sideshow Bob. Vierter die 6 Manero und fünfter die 5 Statement. 3, 2, 4, also das sechste Rennen, das letzte heute hier auf der Karte. Oriental Princess ist die Siegerin und sie ist gezogen im Gestüthof Idlingen. Wird trainiert von Oliver Schnackenberg, der trainiert in Bremen-Mahndorf. Und das Ganze für die Besitzerin Doris Brigitte Gölz und im Sattel die Reiterin der Siegerin Jacqueline Lakai. Und das siegreiche Team haben wir hier gerade im Bild. Die machen sich jetzt auf den Weg aus der Gegenseite zurück hier vor die Tribüne. Und gleich dann zum Interview, also Jacqueline Lakai mit der Siegerin Oriental Princess. Ja, Oriental Princess bei uns. Die Siegerin wird im Norden trainiert und die Reiterin kommt aus dem Badischen. Man hat sich erfolgreich in der Mitte Deutschlands getroffen. Und ja, gut vorgetragen, muss ich sagen. Lange schön gewartet mit der Stute und am Ende hat es leicht geklappt. Ja, sie war super. Also hat schön gekämpft auf der Zielgerade. Packt immer weiter an, wenn sie merkt, da ist noch ein Pferd. Und ja. Sie sind ja noch nicht so ganz lange im Sattel. Wie viel Karrieresieg war das jetzt? Der vierte. Bei wie viel Ritten? Noch keine 30. Keine 30 Ritte, das ist ein guter Schnitt. Beibehalten so ein Schnitt, dann wird man irgendwann auch mal Championess. Gratuliere. Und ich muss sagen, auch eine erstaunliche Stute, die 10 Rennen gewonnen hat, aus kleinsten Einfängen. Und auf Gras und auf Sand eine sehr zuverlässige Größe aus dem Stall von Olli Schnackenberg. Oriental Princess mit Jacqueline Lakai. Gratulation. Ja, wir schauen uns die Startphase nochmal an und natürlich auch das gesamte Rennen hier. Es ging gleich nach vorne an der Innenseite für Chili Valentino, Oriental Princess auch gleich in vorderer Linie, aber dann außen die beiden aus den äußeren Boxen, das waren Manero und auch außen davon Sideshow Bob, die Stute mit Janine
Janina Beusen hier gleich nach vorne durchgekommen. Also Manero vor Sideshow Bob, dann in Lauerstellung Oriental Princess und Chili Valentino innen. Dahinter war dann Miss Sunday aufgerückt, Bodie innen und oder Bode. Dann haben wir dahinter Statement und den Anschluss vom Start verloren hatte schon Ula Bell, die daraufhin auch chancenlos war. Es ging den Berg hinauf und Manero, der von der Spitze aus sicher eins seiner stärksten Rennen bisher abgeliefert hat, bleibt ja auch bis zum Ziel oder bis ins Ziel dann am Ende auf dieser vierten Position, die er da hatte. Das war schon eine seiner besten Leistungen. Heute wirklich gut aufgelegt. Sideshow Bob daneben griff dann an und eben kam Chili Valentino. Da war ein Riesentor offen auf kurzem Wege durch. Und dann nimmt Jalaklin Lakai hier an der 400-Meter-Marke Oriental Princess auf freie Bahn und die zieht dann auch wunderbar an und befindet sich dann mit Sideshow Bob und mit Chili Valentino für einen kurzen Moment in einem Dreikampf. Das wird dann ein Zweikampf, weil Chili Valentino innen weiter durchzieht und hier außen Oriental Princess dann aber einfach mit mehr Schwung und wirklich perfekten Ritt mit Jacqueline Lacaille hier am Ende zum Zuge kommt. Also feiner Erfolg für Oriental Princess, die beim 61. Start zum 10. Mal gewinnt. Und das in dieser Klasse, das ist schon eine starke Leistung, muss man wirklich sagen. Und sie ist ja überhaupt in guter Form. Ist ja nicht der erste Sieg in diesem Jahr, war ja im Mai in Hannover schon erfolgreich. Also tolle Zeit im Moment für die Stute aus dem Quartier von Oliver Schnakenberg. Chili Valentino, ja, hat ein Abonnement auf zweite Plätze, muss man fast sagen. Also jetzt wird es dann wirklich nicht einfach, wenn man hier wieder den zweiten Platz belegt. Aber irgendein Tag wird es dann auch der für Chili Valentino sein. Sideshow Bob läuft ordentlich und wie gesagt Manero, denke da hat man eine gute Leistung gesehen. Statement war heute ein bisschen zu weit weg für mein Empfinden, deshalb nicht mehr in die Entscheidung gekommen. Beim nächsten Start wird da sicher wieder viel mehr möglich sein. Boat, der kam heute nicht so gut zurecht mit dem Rennen. Miss Sunday konnte am Ende nicht zulegen und für Ula Bell waren die Chancen ja am Start schon dahin. Wir haben schon den endgültigen Richterspruch und die Quoten für das sechste Rennen. Siegerin im Volkswagen T-Roc Trophy Rennen, also ist die 3 Oriental Princess. Auf dem zweiten Platz die 2 Chili Valentino. Dritte die 4 Sideshow Bob. Vierter die 6, Manero und fünfter die 5 Statement. Kampf, halbe Länge, 3 Längen, 2 ein Viertel und 1 ein Viertel. Und die Zeit der Siegerin 1:36.35. Dazu die letzten Quoten des Tages. Sieg 5,60 €. Die Plätze 1,60 €, 1,50 € und 2,30 €. Quote der Zweierwette 18,80 € und die Quote der Dreierwette 75 € glatt.
Ja, wir haben die Siegerehrung zum letzten Rennen des heutigen Tages. Volkswagen T-Roc Trophy. Eine Amateurin und gewonnen hat die siebenjährige Stute, Oriental Princess im Besitz von Doris Gölz. Olli Schnackenberg ist in Bremen-Mahndorf der Trainer und im Sattel saß ihr vierter Lebenssieg, Jacqueline Lacaille. Gratulation. Es kann gerne geklatscht werden, meine Damen und Herren. Also die freuen sich doch über jede Hand, die sich erhebt zum Beifall für dieses Rennen. Die Ehrenpreise werden übergeben von Bernhard König, dem Versandleiter PKW und Nutzfahrzeuge im Hause Gottfried Schulz. Und Alexander Bethke-Jenicke vom Vorstand des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins. Ja, meine Damen und Herren, das war's zumindest im Stream. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Hier auf der Rennbahn spielt gleich Porno al Forno gegen 19 Uhr hinten an der Bühne. Wir haben noch die Auslosung der Wettnieten. Die wird auch vor der Bühne stattfinden. Ganz wichtig, wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie da hinkommen. Wir sehen uns wieder hier in Düsseldorf am 6. August zum Henkelpreis der Diana. Dann steht ein aufregendes Wochenende für Sie rennsporttechnisch. Morgen haben wir Rennen in Dresden, Sonntag relativ früh in Hannover, dann auch in Dortmund. Also bleiben Sie dran, die Kollegen werden Sie dann begrüßen. Ihnen noch eine gute Zeit und hier bleiben wir natürlich noch auf der Bahn zu Porno al Forno. Und zum Abschluss, wie immer, die Bilder des Tages.